Na dann, Gott sei ewig Dank, dass ihr doch endlich einmal wiederkommt. Ja, na ja, Gott sei Dank. Doch Babylon ist von Jerusalem 200 Meilen. Und Schulden einkassieren ist gewiss auch kein Geschäft, das merklich fördert, das so von der Hand sich schlagen lässt. Oh Nathan, wie elend, elend hättet ihr indes hier werden können. Euer Haus. Das brannte, so habe ich schon vernommen. Doch Recher wäre bei einem Haare mit verbrannt. Verbrannt? Ja. Meine Recher? Verbrannt bei einem Haare? Heraus nur, macht er mich nicht länger. Ja, sie ist verbrannt. Wenn sie es wäre, würdet ihr von mir es hören? Warum erschreckest du mich dann? Oh, meine Recher. Eure Recher? Wenn ich mich wieder je entwöhnen müsste, dies Kind mein Kind zu nennen. Nennt ihr alles, was ihr besitzt, mit ebenso viel Rechte das eure? Nichts mit Größem. Alles, was ich sonst besitze, hat Natur und Glück mir zugeteilt. Dies Eigentum allein danke ich der Tugend. Mein Gewissen? Da ja. Lass vor allen Dingen dir erzählen. Mein Gewissen, sag ich. Was in Babylon für einen schönen Stoff ich dir gekauft. So reich und mit Geschmack so reich. Ich bringe für Recher selbst kaum einen schönen mit. Was hilft's? Denn mein Gewissen, muss ich euch nur sagen, lässt sich länger nicht betäuben. Wenn ihr nur schenken könnt, nur schenken könnt. Wer zweifelt, Nathan, dass ihr nicht die Ehrlichkeit, die Großmut selber seid? Und doch... Doch bin ich nur ein Jude. Gell? Das willst du sagen. Was ich sagen will, das wisst ihr besser. Nun so schweig. Ich schweige. Was Sträfliches vor Gott hierbei geschieht, komm über euch. Komm über mich. Wo aber ist sie denn? Wo bleibt sie? Noch zittert ihr der Schreck durch jede Nerve. Noch malet Feuer ihre Fantasie. Armes Kind. Diesen Morgen lag sie lange mit verschlossenem Aug und war wie tot. Schnell fuhr sie auf und rief, da kommen die Kamele meines Vaters. Ich stürzte hinaus und sieh, da kommt ihr wahrlich. Kommt ihr wahrlich. Was Wunder. Ihre ganze Seele war die Zeit her nur bei euch. Und ihm. Bei ihm? Bei welchem ihm? Bei ihm, der aus dem Feuer sie rettete. Wer war das? Wer rettete mir meine Recher? Ein junger Tempelherr, den wenig Tage zuvor man hier gefangen eingebracht und Saladin begnadigt hatte. Wie? Ein Tempelherr, dem Sultan Saladin das Leben ließ? Durch ein geringeres Wunder war Recher nicht zu retten. Ohne ihn war es aus mit ihr. Nur von seinem Ohr geleitet, drang er kühn durch Flamm und Rauch der Stimme nach, die uns um Hilfe rief. Schon hielten wir ihn für verloren, als mit eins aus Rauch und Flamme er vor uns stand, im starken Arm empor sie tragend. Kalt und ungerührt vom Jauchzen unseres Dankes setzt seine Beute er nieder, drängt sich unter das Volk und ist verschwunden. Nicht auf immer. Will ich hoffen. Nachher, die ersten Tage, sahen wir ihn unter Palmen auf und nieder wandeln. Ich nahte mich ihm mit Entzücken, dankte, erhob, entbot, beschwor, noch einmal sie zu sehen, die nicht ruhen könne, bis sie ihren Dank zu seinen Füßen ausgeweinet. Nun? Umsonst, er war zu unserer Bitte taub. Und goss so bittern Spott auf mich besonders. Du bist natürlich abgeschreckt. Nichts weniger. Ich trat ihn jeden Tag von Neuem an. Ließ jeden Tag von Neuem mich verhöhnen. Aber lange schon kommt er nicht mehr. Und niemand weiß, wo er geblieben ist. Ihr staunt? Ich überdenke mir, was das auf einen Geist wie Rechers wohl für Eindruck machen muss. Sich so verschmäht von dem zu finden, den man hochzuschätzen, sich so gezwungen fühlt. So weggestoßen und doch so angezogen werden. Es sei ihr Tempelherr kein irdischer, der Engel einer. Lächelt nicht, lasst wenigstens ihr einen Wahn, in dem sich Jud und Christ und Muselmann vereinigen. So einen süßen Wahn. Auch mir so süß. Gehe daher, gehe sie, was sie macht, ob ich sie sprechen kann. Sodann suche ich den Engel auf. Und wenn ihm noch beliebt, hienieden unter uns zu wandeln, finde ich ihn gewiss und bringe ihn her. Macht dann der süße Wahn, der süß an Wahrheit Platz. Denn daher glaube mir, dem Menschen ist ein Mensch noch immer lieber als ein Engel. So wirst du doch auf mich nicht zürnen, die Engelschwärmerin geheilt zu sehen.
So seid ihr es doch ganz und gar, mein Vater. Ich glaubte, ihr hättet eure Stimme nur vorausgeschickt. Mein Kind. Mein liebes, liebes Kind. Ihr musstet über den Euphrat, Tigris, Jordan. Wie oft habe ich um euch gezittert, ehe das Feuer mir so nahe kam. Denn seit das Feuer mir so nahe kam, dünkt mich im Wasser sterben Erquickung, Labsal, Rettung. Doch ich bin ja nicht verbrannt. Wie wollen wir uns freuen und Gott, Gott loben? Er ertrug euch und den Nachen auf Flügeln seiner unsichtbaren Engel die ungetreuen Ströme hinüber. Er erwinkte meinem Engel, dass er sichtbar auf seinem weißen Fittiche mich durch das Feuer trüge. Weißen Fittiche? Ja, ja, der weiße Mantel des Tempelherrn. Ich habe einen Engel von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und meinen Engel. Und hätte auch nur ein Mensch, dir diesen Dienst erzeigt, er müsste für dich ein Engel sein. Er müsste und würde. Nicht so ein Engel, nein. Es war ein wirklicher, gewiss ein wirklicher. Habt ihr, selbst die Möglichkeit, dass Gott zum Besten derer, die ihn lieben, auch Wunder könne tun, mich nicht gelehrt? Weil es ganz natürlich, ganz alltäglich klänge, wenn dich ein Tempelherr gerettet hätte, sollte es darum weniger ein Wunder sein? Meiner Rächer wäre es Wunders nicht genug, dass ihr ein Mensch gerettet, welchen selbst kein kleines Wunder erst retten müssen? Denn wer hat schon gehört, dass Saladin je eines Tempelherrn verschont, dass je ein Tempelherr von ihm verschont zu werden, verlangt, gehofft? Darum eben war das kein Tempelherr. Erschien es nur. Es war gewiss ein Engel. Ein Engel, sehe, wie sinnreich. Daher, ich habe es ja von dir, dass er gefangen hergeschickt ist worden. Nun ja, so sagt man freilich. Doch man sagt zugleich, dass Saladin den Tempelherrn begnadigt, weil er seiner Brüder, einem, den er besonders lieb gehabt, so ähnlich sehe. Doch da es viele 20 Jahre her, dass dieser Bruder nicht mehr lebt, so klingt das ja sogar unglaublich, dass an der ganzen Sache wohl nichts ist. Daya, warum wäre das denn so unglaublich? Warum hätte Saladin, der die Geschwister insgesamt so liebt, in jüngeren Jahren einen Bruder nicht noch ganz besonders lieben können? Pflegen sich zwei Gesichter nicht zu ähneln? Wo steckt hier das Unglaubliche? Was schadet's, Nathan, wenn ich sprechen darf, bei alledem, von einem Engel lieber als einem Menschen sich gerettet denken? Fühlt man der ersten unbegreiflichen Ursache seiner Rettung nicht sich so viel näher? Was es schadet, fragst du, was es schadet? Was hilft es, dürfte ich nur ihn wieder fragen? Denn dein sich Gott um so viel näher fühlen ist Unsinn oder Gotteslästerung. Allein es schadet, ja, es schadet allerdings. Hört mir zu. Nicht wahr? Dem Wesen, das dich rettete, es sei ein Engel oder ein Mensch, dem möchtet ihr und du besonders gern wieder viele große Dienste tun, nicht wahr? Einem Engel. Was für Dienste, für große Dienste könnt ihr dem wohl tun? Er wird nicht fett durch euer Fasten, wird nicht reich durch eure Spenden, wird nicht herrlicher durch euer Entzücken, wird nicht mächtiger durch euer Vertrauen, nicht wahr? Allein ein Mensch. Er wollte ja, bedurfte ja so völlig nichts, war so genügsam, als nur Engel sind. Nur Engel sein können. Endlich, als er gar verschwand. Verschwand? Wie denn verschwand? Sich ferner nicht mehr sehen ließ, wie? Wenn dieser Engel nun krank geworden. Krank? Krank? Er ist ein Franke, dieses Klimas ungewohnt. Krank? Krank? Das wäre möglich, meint ja Nathan nur. Und liegt er da? Hat weder Freund noch Geld, sich Freunde zu besolden. Ein Raub der Schmerzen und des Todes. Da. Er, der für eine, die er nie gekannt, gesehen, ins Feuer sie stürzte. Nathan, hört auf. Ihr tötet sie. Rächer. Rächer. Es ist Arznei, nicht Gift, was ich dir reiche. Er lebt. Komm zu dir. Ist doch wohl nicht krank. Nicht einmal krank. Er kann verreist nur sein.
Euer Derwisch. Wer? Euer Derwisch. Al-Hafi? Jetzt des Sultans Schatzmeister. Wie? Al-Hafi? Reißt nur die Augen auf, soweit ihr könnt. Wisst du's? Wisst du's nicht? In dieser Pracht ein Derwisch. Nur warum denn nicht? Lässt sich aus einem Bettler, einem Derwisch, gar nichts machen? Ei wohl, genug. Ich dachte mir nur immer, ein Derwisch, so ein rechter Derwisch, wohl aus sich nichts machen lassen. Dass ich kein Rechter bin, mag auch wohl wahr sein. Zwar, wenn man muss. Muss? Kein Mensch muss müssen. Und ein Derwisch müsste? Was müsste denn? Worum man ihn recht bittet. Und er für gut erkennt. Das muss ein Derwisch. Bei unserem Gott, da sagst du wahr. Lass dich umarmen. Mensch, du bist doch noch mein Freund. Und fragt nicht erst, was ich geworden bin? Könnte ich nicht ein Kerl im Staat geworden sein, dessen Freundschaft euch ungelegen wäre? Wenn dein Herz noch Derwisch ist, so wag ich's drauf. Der Kerl im Staat ist nur dein Kleid. Das auch geehrt will sein. Was meint ihr? Ratet. Was wäre ich an eurem Rufe? Derwisch, weiter nichts. Doch nebenher wahrscheinlich Koch. Da seht, dass Saladin mich besser kennt. Schatzmeister bin ich bei ihm worden. Du bei ihm? Doch, sein Schatz ist jeden Tag mit Sonnenuntergang viel leerer noch als leer. Die Flut, so hoch sie morgens eintritt, ist es mittags längst verlaufen. Weil Kanäle sie zum Teil verschlingen, die zu füllen oder zu verstopfen gleich unmöglich ist. Getroffen. Was gibt ihr mir, so trete ich meine Stelle euch ab. Was bringt dir deine Stelle? Mir nicht viel, doch euch. Euch kann sie trefflich wuchern. Denn ist es Ebbe im Schatz, wie es öfters ist, so zieht ihr eure Schleusen auf, schießt vor und nehmt dann Zinsen, was euch nur gefällt. Auch Zins vom Zins der Zinsen? Freilich. Bis mein Kapital zu lauter Zinsen wird. Das lockt euch nicht? So schreibet unserer Freundschaft nun gleich den Scheidebrief. Denn wahrlich habe ich sehr auf euch gerechnet. Wahrlich? Wie denn so? Wieso denn? Dass ihr mir mein Amt mit Ehren würdet führen helfen. Dass ich allzeit offene Kasse bei euch hätte. Nun verstehen wir uns nur recht. Hier gibt's zu unterscheiden. Al-Hafi Derwisch ist zu allem, was ich vermag, mir stets willkommen. Aber Al-Hafi Schatzmeister des Saladin... Geduld. Was ihr am Hafi unterscheidet, soll bald geschieden wieder sein. Seht da das Ehrenkleid, das Saladin mir gab, ehe es verschossen ist. Ehe es zu Lumpen geworden, wie sie einen Derwisch kleiden, hängt sie in Jerusalem am Nagel und ich bin am Ganges. Wo ich leicht und barfuß den heißen Sand mit meinen Lehrern trete und Schach mit ihnen spiele. Dein höchstes Gut. Denkt nur, was mich verführte. Damit ich selbst nicht länger betteln dürfte? Den reichen Mann vor Bettlern spielen könnte? Vermögend wäre ihm nun, den reichsten Bettler in einen armen Reichen zu verwandeln? Nun, das wohl nicht. Weit etwas Abgeschmackteres. Ich fühlte mich zum ersten Mal geschmeichelt. Durch Saladins gutherzigen Wahn geschmeichelt. Der war? Ein Bettler wisse nur, wie Bettlern zumute sei. Ein Bettler habe nur gelernt, mit guter Weise Bettlern geben. Dein Vorgänger, sprach er, war mir viel zu kalt, zu rau. Er gab so unhold, wenn er gab. Erkundigte so ungestüm sich erst nach dem Empfänger. Nie zufrieden, dass er nur den Mangel kenne, wollte er auch des Mangels Ursach wissen, um die Gabe nach dieser Ursach filzig abzuwägen. Das wird Al-Hafi nicht. So unmild mild wird Saladin im Hafi nicht erscheinen. Al-Hafi denkt, Al-Hafi fühlt wie ich.
So lieblich klang des Voglers Pfeife, bis der Gimpel in dem Netze war. Ich geck, ich eines Gecken geck. Gemach, mein Derwisch, gemach. Ach was, es wäre nicht Geckerei, zu Hunderttausenden die Menschen drücken, ausmergeln, plündern, martern, würgen und ein Menschenfreund an Einzeln scheinen wollen. Es wäre nicht Geckerei, des höchsten Milde, die Sonderauswahl über Bös und Gute nachzuäffen und nicht des höchsten immer volle Hand zu haben. Was? Es wäre nicht Geckerei. Genug. Hör auf. Mach, dass du bald in deine Wüste wiederkommst. Ich fürchte, grad unter Menschen möchtest du ein Mensch zu sein verlernen. Das fürchte ich auch. Leb wohl. So hastig? Warte doch, Al-Hafi. Entläuft dir denn die Wüste? Oh, Nathan. Nathan. Nun, was gibt's? Er lässt sich wiedersehen. Er lässt sich wiedersehen. Wer, Daya, wer? Er. Rächer lässt euch bitten, euch beschwören, ungesäumt ihn anzugehen. Eilt! Geh, eile du und meld ihm meine Wiederkunft. Gib acht, der Biedermann hat nur mein Haus in meinem Abseil nicht betreten wollen und kommt nicht ungern, wenn der Vater selbst ihn laden lässt. Geh, sag, ich lass ihn bitten. Umsonst. Er kommt zu keinem Juden. So geh, geh, wenigstens ihn aufzuhalten. Guter Bruder, ich kann euch ja wohl Vater nennen, nicht? Nur Bruder, Leimbruder nur zu dienen. Ja, guter Bruder, wer nur selbst was hätte. Bei Gott, ich habe nichts. Und doch recht warmen Dank. Gott gebe euch tausendfach, was ihr gern geben wolltet, denn der Wille und nicht die Gabe macht den Geber. Auch ward ich dem Herrn Almosens wegen gar nicht nachgeschickt. Doch aber nachgeschickt? Ja, aus dem Kloster. Ich soll mich nur nach euch erkunden, ob den Zahn euch fühlen. Und das sagt ihr mir so selbst? Ich muss gehorchen, lieber Herr. Ihr dürft mir doch wohl auch vertrauen, wer mich gern genauer kennen möchte. Dass ihr es selbst nicht seid, will ich wohl schwören. Ziemte mir's und frommte mir's. Wem ziemt und frommt es denn, dass er so neubegierig ist? Dem Patriarchen muss ich glauben, denn der sandte mich euch nach. Der Patriarch? Kennt ihr das Rote Kreuz auf weißem Mantel nicht besser? Kenn ja ich's. Nun, Bruder, nun. Ich bin ein Tempelherr und ein Gefangener. Gefangen und als einziger vom Saladin begnadigt. So weiß der Patriarch, was er zu wissen braucht. Mehr, als er braucht. Wohl. Aber schwerlich mehr, als er schon weiß. Er wüsste auch gern, warum der Herr von Saladin begnadigt worden. Er, ganz allein. Weiß ich das selber? Schon den Hals entblößt, kniet ich auf meinem Mantel, den Streich erwartend. Als mich schärfer Saladin ins Auge fasst und winkt. Man hebt mich auf, ich bin entfesselt. Will ihm danken. Sehe sein Auge in Tränen. Stumm ist er. Er geht, ich bleibe. Wie nun das zusammenhängt, enträtsle sich der Patriarche selbst. Er schließt daraus, dass Gott zu großen Dingen euch missaufbehalten haben. Ja, zu großen, ein Judenmädchen aus dem Feuer zu retten. Vielleicht hat selbst der Patriarch weit wichtigere Geschäfte für den Herrn. So? Er hätte durch den Herrn ein Briefchen gern bestellt. Durch mich? Ich bin kein Bote. Das? Das wäre das Geschäft, das weit glorreicher sei als Judenmädchen dem Feuer entreißen? Muss doch wohl. Denn, sagt der Patriarch,
an diesem Briefchen sei der ganzen Christenheit sehr viel gelegen. Dies Briefchen wohl bestellt zu haben, sagt der Patriarch, wird einst im Himmel Gott mit einer ganz besonderen Krone lohnen. Und dieser Krone, sagt der Patriarch, sei niemand würdiger als mein Herr. Als ich? Denn diese Krone zu verdienen, sagt der Patriarch, sei schwerlich jemand auch geschickter als mein Herr. Als ich? Er sei hier frei, könne überall sich hier besehen, wie eine Stadt zu stürmen und zu schirmen. Könne, sagt der Patriarch, die Stärke und Schwäche der von Saladin neu aufgeführten inneren zweiten Mauer am besten schätzen. Sie am deutlichsten den Streit an Gottes, sagt der Patriarch, beschreiben. Wenn ich doch nun auch des Briefchens näheren Inhalt wüsste. Ja, den weiß ich nun wohl nicht so recht. Das Briefchen aber ist an König Philipp von Frankreich. Der Patriarch? Nun denn, der Patriarch? Weiß ganz genau, ganz zuverlässig, wie und wo, wie stark, von welcher Seite Saladin, im Fall es völlig wieder losgeht, seinen Feldzug eröffnen wird. Das weiß er? Ja. Und möchte es gern den König Philipp wissen lassen, damit der ungefähr ermessen könne, ob die Gefahr denn gar so schrecklich und mit Saladin den Waffenstillstand, den euer Orden schon so brav gebrochen, es koste, was es wolle, wiederherzustellen. Welch ein Patriarch! Ja, so. Der liebe, tapfere Mann will mich zu keinem gemeinen Boten, will mich zum Spion. Sagt eurem Patriarchen, guter Bruder, ich müsse mich noch als Gefangenen betrachten und der Tempelherrn einziger Beruf sei, mit dem Schwerte dreinzuschlagen. Nicht Kundschafterei zu treiben! Dachte ich's doch. Will's auch dem Herrn nicht eben sehr verübeln. Zwar kommt das Beste noch. Der Patriarch hier nächst hat auskundschaftet, wie die Feste sich nennt und wo auf Libanon sie liegt, in der die ungeheuren Summen stecken, mit welchen Saladins vorsichtiger Vater das Heer besoldet und die Zurüstungen des Kriegs bestreitet. Saladin verfügt von Zeit zu Zeit auf abgelegenen Wegen nach dieser Feste sich, nur kaum begleitet. Ihr merkt doch. Was wäre da wohl leichter, als des Saladins sich zu bemächtigen? Den Garaus ihm zu machen. Oh, es haben schon ein paar gottfürchtige Maroniten sich erboten, wenn nur ein wackerer Mann sie führen wolle, das Stück zu wagen. Und der Patriarch? Hätt auch zu diesem wackern Manne mich ersehen? Er glaubt, dass König Philipp wohl von Akka aus die Hand hierzu am besten bieten könne. Habt ihr nicht gehört, was für Verbindlichkeit dem Saladin ich habe? Wohl hab ich's gehört. Und doch? Ja, meint der Patriarch. Das wär schon recht. Gott aber und der Orden. Ändern nichts. Gebieten mir kein Bubenstück. Gewiss nicht. Nur, meint der Patriarch, sei Bubenstück vor Menschen, nicht auch Bubenstück vor Gott. Ich wär dem Saladin mein Leben schuldig und raubt ihm seines? Doch bliebe, meint der Patriarch, noch immer Saladin ein Feind der Christenheit, der, euer Freund zu sein, kein Recht erwerben könne. Freund, an dem ich bloß nicht will zum Schurken werden, zum undankbaren Schurken. Allerdings. Zwar, meint der Patriarch,
des Dankes sei man quitt, vor Gott und Menschen quitt, wenn uns der Dienst um unsertwillen nicht geschehen. Und da verlauten wolle, meint der Patriarch, dass euch nur darum Saladin begnadet, weil ihm in eurer Mien, in eurem Wesen, so was von seinem Bruder eingeleuchtet. Auch dieses weiß der Patriarch? Und doch? Wie, die Natur hätte auch nur einen Zug von mir in seines Bruders Form gebildet? Und dem entspreche nichts in meiner Seele? So widerspricht sich Gott in seinen Werken nicht. Geht, Bruder, erregt mir meine Galle nicht. Ich gehe und gehe vergnügter, als ich kam. Verzeihe mir, der Herr. Wir Klosterleute sind schuldig, unseren Obern zu gehorchen. Edler Ritter, Gott Dank, Gott tausend Dank. Wo habt ihr denn die ganze Zeit gesteckt? Ihr seid doch wohl nicht krank gewesen. Nein. Gesund doch. Ja. Wir waren euretwegen wahrlich ganz bekümmert. So? Ihr wart gewiss verreist. Erraten. Und kamt heute erst wieder. Gestern. Auch Rächers Vater ist heute angekommen. Und nun darf Rächer doch wohl hoffen. Was? Warum sie euch so öfters bitten lassen. Ihr Vater ladet euch nun selber bald, aufs Dringlichste. Er kommt von Babylon mit 20 hochbeladenen Kamelen und allem, was an edlen Spezereien, an Steinen und an Stoffen, Indien und Persien und Syrien, Kostbares nur gewähren. Kaufe nichts. Sein Volk verehret ihn als einen Fürsten. Doch dass es ihn den Weisen Nathan nennt und nicht vielmehr den Reichen, hat mich oft gewundert. Seinem Volk ist reich und weise vielleicht das Nämliche. Vor allem aber hätt's ihn den Guten nennen müssen. Denn ihr stellt euch gar nicht vor, wie gut er ist. Als er erfuhr, wie viel euch Rächer schuldig, was hätt in diesem Augenblicke nicht er alles euch getan, gegeben? Hätt ich, wenn er so gut nicht wär, es mir so lange bei ihm gefallen lassen? Meint ihr etwa, ich fühle meinen Wert als Christi nicht? Auch mir war's vor der Wiege nicht gesungen, dass ich nur deshalb meinem Ehegemahl nach Palästina folgen würde, um da ein Judenmädchen zu erziehen. Es war mein lieber Ehegemahl, ein edler Knecht in Kaiser Friedrichs Heere. Von Geburt ein Schweizer, dem die Ehr und Gnade ward, mit seiner kaiserlichen Majestät in einem Flusse zu ersaufen. Weib, wie viel Mal habt ihr mir das schon erzählt? Hört ihr denn gar nicht auf, mich zu verfolgen? Verfolgen, lieber Gott? Ja, ja, verfolgen. Von heute an tut mir den Gefallen wenigstens und kennt mich weiter nicht. Ich bitte euch drum. Auch lasst den Vater mir vom Halse. Jud ist Jude. Des Mädchens Bild ist längst aus meiner Seele. Wenn es je da war. Doch eures ist aus ihrer nicht. Was soll's nun aber da? Was soll's? Wer weiß, die Menschen sind nicht immer, was sie scheinen. Doch selten etwas Besseres. Wartet doch! So geh, du deutscher Bär. So geh! Wo bist du? Saladin, wie spielst du heute? Nicht gut. Ich dächte doch. Nimm diesen Zug zurück. Warum? Der Springer wird unbedeckt. Ist wahr. Nun so? Schachtin. Was hilft dir das? Ich setze vor und du bist, wie du warst. Aus dieser Klemme sehe ich wohl, ist ohne Buße nicht zu kommen. Max, nimm den Springer nur. Ich sehe nun schon, ich soll heute meine 1000 Dinare mehr bekommen. Wieso? Frag noch, weil du mit Fleiß, mit aller Gewalt verlieren wirst. Mach ein Ende. So bleibt es? Nun denn.
Schach und Doppelschach. Nur weiter. Schach. Und Schach. Und Matt. Nicht ganz. Du ziehst den Springer noch dazwischen. Oder was du machen willst, gleich viel. Ganz recht. Du hast gewonnen. Und Al-Hafi zahlt. Ich lass ihn rufen. Al-Hafi. Du hattest Sitter nicht so unrecht. Ich war nicht so ganz beim Spiele. War zerstreut. Doch was? Verlust will Vorwand. Nicht die ungeformten Steine, Sitter, sind's, die mich verlieren machten. Deine Kunst, dein ruhiger und schneller Blick. Genug. Du warst zerstreut. Saladin. Wann werden wir so fleißig wieder spielen? So spielen wir um so viel gieriger. Ach, weil es wieder losgeht, meinst du? Mag's nur zu. Ich habe nicht zuerst gezogen. Ich hätte gern den Waffenstillstand aufs Neue verlängert. Hätte meiner Sitter gern einen guten Mann zugleich verschafft. Und das muss Richards Bruder sein. Ja, wenn du Richard Löwenherz nur loben kannst. Wenn unserem Bruder Melek dann Richards Schwester wäre zuteil geworden. Ach, welch ein Haus zusammen. Das hätte Menschen geben sollen. Hab ich des schönen Traums nicht gleich gelacht? Du kennst die Christen nicht, willst sie nicht kennen. Ihr Stolz ist Christen sein, nicht Menschen. Denn selbst das, was noch von ihrem Stifter her mit Menschlichkeit in Aberglauben würzt, das lieben sie nicht, weil es menschlich ist. Weil es Christus lehrt, weil es Christus hat getan. Wohl ihnen, dass er so ein guter Mensch noch war. Wohl ihnen, dass sie seine Tugend auf Treu und Glaube nehmen können. Doch was Tugend? Seine Tugend nicht. Sein Name soll überall verbreitet werden. Um den Namen ist ihnen nur zu tun. Du meinst, warum sie sonst verlangen würden, dass auch ihr, auch du und Melek, Christen hießet, ihr als Ehegemahl ihr Christen lieben wolltet? Die Tempelherren, die Christen nicht, sind schuld. Sind nicht als Christen, als Tempelherren schuld. Durch die allein wird aus der Sache nichts. Sie wollen Akka, die Festung, nicht fahren lassen. Dass ihr Vorteil Gefahr nicht laufe, haben sie des Waffenstillstands Ablauf kaum erwarten können. Lustig. Nur so weiter. Ich war auf Libanon bei unserem Vater. Er unterliegt den Sorgen noch. Es fehlt bald Arbeit dort. Was fehlt? Was sonst, als was ich kaum zu nennen würdige, was, wenn ich's habe, mir so überflüssig und habe ich's nicht so unentbehrlich scheint. Das leidige, verwünschte Geld. Gut, Hafi, dass du kommst. Die Gelder aus Ägypten sind vermutlich angelangt. Hast du Nachricht? Ich? Ich nicht. Ich denke, dass ich hier sie in Empfang soll nehmen. Zahl an Sitter 1000 Dinare. Zahl? Anstatt Empfang? Oh, schön. An Sitter. Wiederum an Sitter. Und verloren. Wiederum im Schach verloren. Du gönnst mir doch mein Glück. Was? Gönnen? Wenn... Ihr wisst ja wohl. Hafi. Gönnt's euch noch selber erst. Hafi. Die Weißen waren euer. Ihr bietet Schach. Gut, dass er nichts gehört. Nun ist der Zug an ihm. So sage doch, dass ich mein Geld bekommen kann. Nun ja.
Ihr sollt's bekommen, wie ihr stets bekommen. Wie bist du toll? Das Spiel ist ja nicht aus. Ihr habt ja nicht verloren, Saladin. Doch, doch. Bezahl, bezahl. Bezahl, bezahl. Da steht ja eure Königin. Gilt nicht, gehört nicht mehr ins Spiel. Ja, so. Spiel wie gewinnst. So wie gewonnen, so bezahlt. Du kennst ihn ja. Er sträubt sich gern, lässt gern sich bitten. Ist wohl gar ein wenig neidisch. Geh nur, Alhafi, geh. Ich will das Geld schon holen lassen. Nein, ich spiele länger die Mummerei nicht mit. Er muss es doch einmal erfahren. Wer? Und was? Alhafi! Ist das dein Versprechen? Hältst du so mir Wort? Wie konnte ich glauben, dass es so weit gehen würde? Nun erfahre ich nichts. Du weißt, ich habe zu verschiedenen Malen dieselbe Summe im Schach von dir gewonnen. Und weil ich jetzt das Geld nicht nötig habe, und weil in Hafis Kasse doch das Geld nicht eben allzu häufig ist, so sind die Posten stehen geblieben. Aber sorgt nur nicht, ich will sie weder dir, mein Bruder, noch Hafi, noch der Kasse schenken. Ja, wenn's das nur wäre. Nicht? Wirst du reden? Seit aus Ägypten wir das Geld erwarten, hat sie... Wozu ihn hören? Nicht nur nichts bekommen. Nicht? Den ganzen Hof erhalten. Euren Aufwand ganz allein bestritten. Ah, das. Das ist meine Schwester. Wer hatte dies zu können, mich so reich gemacht als du, mein Bruder? Wird schon auch so bettelarm sie wieder noch, als er selber ist. Und was soll ich machen? Aus Ägypten kommt vielleicht noch lange nichts. Woran das liegt, weiß Gott. Es ist doch da noch alles ruhig. Abbrechen, einziehen, sparen will ich gern, wenn es mich, bloß mich betrifft. Bloß mich und niemand sonst darunter leidet. Doch was kann das machen? Auf den Überschuss von deiner Kasse, Hafi, hatte ich sehr gerechnet. Überschuss? Nun, konntest du vorerst bei niemand anderem borgen als bei Sita? Würde ich dieses Vorrecht, Bruder, mir haben nehmen lassen? Mir von ihm? Auch noch bestehe ich drauf. Noch bin ich auf dem Trockenen völlig nicht. Das fehlte noch. Geh gleich. Nimm auf, bei wem du kannst und wie du kannst. Geh, borg, versprich. Nur Hafi borge nicht bei denen, die ich reich gemacht. Denn borgen von diesen möchte wieder voran heißen. Geh zu den Geizigsten. Wir werden mir am liebsten leihen. Denn sie wissen wohl, wie gut ihr Geld in meinen Händen wuchert. Ich kenne deren keine. Eben fällt mir ein, gehört zu haben, Hafi, dass dein Freund zurückgekommen, dein hochgepriesener Jude. Gepriesener Jude? Hoch? Von mir? Dem sein Gott von allen Gütern dieser Welt das Kleinst und Größte so in vollem Maß erteilet habe. Sagte ich so? Was meinte ich denn damit? Das Kleinste Reichtum und das Größte Weisheit. Wie? Von einem Juden? Von einem Juden hätte ich das gesagt? Das hättest du von deinem Nathan nicht gesagt? Ja, so, von dem, von Nathan. Er fiel mir der doch gar nicht bei. Wahrhaftig? Der ist endlich wieder heimgekommen? Also magst du doch gar so schlecht mit ihm nicht stehen. Ganz recht, den nannte er mal das Volk den Weisen. Den Reichen auch. Den Reichen nennt es ihn jetzt mehr als je. Die ganze Stadt erschallt, was für Kostbarkeiten, was für Schätze er mitgebracht. Nun... Ist's der Reiche wieder, so wird's auch wohl der Weise wieder sein. Was meinst du, Hafi, wenn du diesen angingst? Und was bei ihm? Doch wohl nicht borgen. Ja, da kennt ihr ihn. Er borgen. Seine Weisheit ist eben, dass er niemand borgt. Zur Not wird er euch Waren borgen. Geld aber. Geld. Geld nimmermehr. Es ist ein Jude freilich übrigens, wie es nicht viel Juden gibt. Er hat Verstand, er weiß zu leben, spielt gut Schach. Doch zeichnet er im Schlechten sich nicht minder als im Guten von allen anderen Juden aus. Auf den nur rechnet nicht. Den Armen gibt er zwar. Ganz sonder Ansehen. Jud und Christ und Muselmann und Parsi, alles ist ihm eins. Und so ein Mann? Wie kommt es denn, dass ich von diesem Manne nie gehört? Der sollte Saladin nicht borgen? Das sieht nun gleich den Juden wieder. Glaubt mir's doch.
Er ist aufs Geben euch so eifersüchtig, so neidisch. Nur darum eben leiht er keinem, damit er stets zu geben habe. Weil die Milde ihm im Gesetz geboten, die Gefälligkeit ihm aber nicht geboten, macht die Milde ihn zu dem ungefälligsten Gesellen auf der Welt. Zwar bin ich seit geraumer Zeit ein wenig übers Kreuz mit ihm, doch denkt nur nicht, dass ich ihm darum nicht Gerechtigkeit erzeige. Er ist zu allem gut. Bloß dazu nicht. Bloß dazu wahrlich nicht. Ich will auch gleich nur gehen, an andere Türen klopfen. Da besinne ich mich soeben eines Mohren, der reich und geizig ist. Hafi! Lass ihn. Lass ihn. Hat er wirklich sich in ihm betrogen? Das fragst du mich. Ich weiß ja kaum, von wem die Rede war und höre von eurem Juden, eurem Nathan, heute zum ersten Mal. Er handelt, wie ich hörte. Er zieht durch alle Wüsten. Seine Schiffe liegen in allen Häfen, das hat mir schon Al-Hafi selbst erzählt. Und voll Entzücken hinzugefügt, wie groß, wie edel dieser sein Freund anwende, was so klug und emsig er zu erwerben für zu klein nicht achte. Hinzugefügt, wie frei von Vorurteilen sein Geist. Sein Herz wie offen jeder Tugend, wie eingestimmt mit jeder Schönheit sei. Und jetzt sprach Hafi doch so ungewiss, so kalt von ihm. Kalt nun wohl nicht, verlegen, als hielt es für gefährlich, ihn zu loben und wollte ihn unverdient doch auch nicht tadeln. Wie? Oder wäre es wirklich so, dass selbst der Beste seines Volkes seinem Volke nicht ganz entfliehen kann? Dass wirklich sich Al-Hafi seines Freundes von dieser Seite zu schämen hätte? Sei dem, wie ihm wolle, der Jude sei mehr oder weniger als Jud. Ist er nur reich genug für uns? Du willst ihm aber doch das Seine mit Gewalt nicht nehmen, Schwester. Ja, was heißt bei dir Gewalt? Mit Feuer und Schwert? Nein, nein. Was braucht es mit den Schwachen für Gewalt als ihre Schwäche? Nun? Er wird gleich um jene Mauer kommen. Er macht den Weg ums Kloster und dann muss er hier vorbei. Hast du ihn schon gesprochen? Und wie ist er heute? Wie immer. So macht nur, dass er euch hier nicht gewahr wird. Geht hinein. Ein Jüngling wie ein Mann. Wo sah ich doch dergleichen? Verzeiht. Edler Franke. Was? Erlaubt. Was, Jude, was? Dass ich mich unterstehe, euch anzureden. Kann ich's wehren? Doch nur kurz. Eilt nicht so stolz, nicht so verächtlich einem Mann vorüber, den ihr auf ewig euch verbunden habt. Ich heiße Nathan, bin des Mädchens Vater, das eure Großmut aus dem Feuer gerettet, und komme... Wenn zu danken, spart's. Ich hab um diese Kleinigkeit des Dankes schon zu viel erdulden müssen. Vollends ihr seid mir gar nicht schuldig. Wusste ich denn, dass dieses Mädchen eure Tochter war? Es ist der Tempelherren Pflicht, dem Ersten, dem Besten beizuspringen, dessen Not sie sehen. Mein Leben war mir ohnehin in diesem Augenblicke lästig. Gern, sehr gern ergriff ich die Gelegenheit, das für ein anderes in die Schanze zu schlagen. Wenn es auch nur das Leben einer Jüdin wäre. Ritter, wenn ihr hier nicht fremd und nicht gefangen wäret, würde ich euch so dreist nicht fragen. Sagt. Befehlt. Womit kann man euch dienen? Ihr? Mit nichts. Ich bin ein reicher Mann. Der reichere Jude war mir nie der bessere Jude. Dürft ihr denn darum nicht nützen, was dem ungeachtet der Besseres hat, nicht sein Reichtum nützen?
Sobald mein Mantel ganz und gar verschlissen, komme ich und borge mir bei euch zu einem neuen Tuch oder Geld. Noch ist nicht so weit mit ihm. Nur der eine Zipfel da hat einen garstigen Fleck, er ist versenkt. Und das bekam er, als ich eure Tochter durchs Feuer trug. Es ist doch sonderbar, dass so ein böser Fleck, dass so ein Brandmal dem Mann ein besseres Zeugnis redet als sein eigener Mund. Wärt ihr wohl so gut und schicktet euer Mantel auch einmal meine Mädchen? Was damit? Auch ihren Mund an diesen Fleck zu drücken. Denn eure Knie selber zu umfassen, wünscht sie nun wohl vergebens. Aber Jude... Ihr heißt Nathan? Aber Nathan, ihr setzt eure Worte sehr, sehr gut. Sehr spitz. Ich bin betreten. Stellt und verstellt euch, wie ihr wollt. Ihr wart zu gut, zu bieder, um höflicher zu sein. Das Mädchen ganz gefühlt, der Vater weit entfernt. Ihr trugt für ihren guten Namen Sorge. Auch dafür danke ich euch. Ich muss gestehen, ihr wisst, wie Tempelherren denken sollten. Nur Tempelherren? Sollten bloß? Und bloß, weil es die Ordensregeln so gebieten? Ich weiß, wie gute Menschen denken. Weiß, dass alle Länder gute Menschen tragen. Mit Unterschied doch hoffentlich. Mit diesem Unterschied ist nicht weit her. Der große Mann braucht überall viel Boden. Und mehrere zu nahe gepflanzt zerschlagen sich nur die Äste. Mittelgut, wie wir, findet sich hingegen überall in Menge. Nur muss der eine nicht den anderen mäkeln. Doch kennt ihr auch das Volk, das diese Menschenmäkelei zuerst betrieben? Wisst ihr, Nathan, welches Volk zuerst das auserwählte Volk sich nannte? Wie, wenn ich dieses Volk nun zwar nicht hasste, doch wegen seines Stolzes zu verachten mich nicht entbrechen könnte. Seines Stolzes, den es auf Christ und Muselmann vererbte, nur sein Gott sei der rechte Gott. Ihr stutzt, dass ich, ein Christ, ein Tempelherr, so rede. Wann hat und wo die fromme Raserei, den bessern Gott zu haben, diesen Bessern der ganzen Welt als Besten aufzudringen, in ihrer schwärzesten Gestalt sich mehr gezeigt als hier, als jetzt? Wem hier, wem jetzt die Schuppen nicht vom Auge fallen? Doch sei blind, wer will. Verachtet mein Volk so sehr ihr wollt. Wir haben beide uns unser Volk nicht auserlesen. Sind wir unser Volk? Was heißt denn Volk? Sind Christ und Jude eher Christ und Jude als Mensch? Ach, wenn ich einen mehr in euch gefunden hätte, dem es genügt, ein Mensch zu heißen. Ja, bei Gott, das habt ihr, Nathan. Das habt ihr. Eure Hand. Ich schäme mich, euch einen Augenblick verkannt zu haben. Und ich bin stolz darauf. Nur das Gemeine verkennt man selten. Und das Seltene vergisst man schwerlich. Nathan, ja, wir müssen Freunde werden. Sind es schon. Wie wird sich mein Rächer freuen? Kennt sie nur erst. Nathan! Nun? Verzeiht, edler Ritter, dass ich euch muss unterbrechen. Nun, was ist? Der Sultan hat geschickt. Der Sultan will euch sprechen. Gott, der Sultan. Mich, der Sultan? Er wird begierig sein zu sehen, was ich mitgebracht. Er will nicht sehen, will euch sprechen. Euch in Person. Und bald, sobald ihr könnt. Ich werde kommen. Geh nur wieder, geh. Nehmt ja nicht übel auf, gestrenger Ritter. Gott, wir sind so bekümmert, was doch der Sultan will. Das wird sich zeigen. Geh nur, geh. Es
So kennt ihr ihn noch nicht? Den Saladin? Noch nicht. Ich habe ihn nicht vermieden, nicht gesucht zu kennen. Der allgemeine Ruf sprach viel zu gut von ihm, dass ich nicht lieber glauben wollte, als sehen. Das Leben, das ich lebe, ist sein Geschenk. Durch das er mir ein doppelt, dreifach Leben schenkte. Dies hat alles zwischen uns verändert, hat mit eins ein Seil mir umgeworfen, das mich seinem Dienst auf ewig fesselt. Kaum kann ich es nun erwarten, was er mir zuerst befehlen wird. Ich bin bereit zu allem. Bin bereit, ihm zu gestehen, dass ich es euretwegen bin. Noch habe ich selber ihm nicht danken können, so oft ich auch ihm in den Weg getreten. Der Eindruck, den ich auf ihn machte, kam so schnell, als schnell er wiederum verschwunden. Wer weiß, ob er sich meiner gar erinnert. Und dennoch muss er einmal wenigstens sich meiner noch erinnern, um mein Schicksal ganz zu entscheiden. Nicht genug, dass ich auf sein Geheiß noch bin, nach seinem Willen noch lebe. Ich muss nun auch von ihm erwarten, nach wessen Willen ich zu leben habe. Nicht anders. Umso mehr will ich nicht säumen. Es fällt vielleicht ein Wort, das mir auf euch zu kommen Anlass gibt. Erlaubt, verzeiht, ich eile. Wann aber sehen wir euch bei uns? Sobald ich darf. Sobald ihr wollt. Noch heute. Und euer Name, muss ich bitten? Mein Name ist Kurt von Staufen. Von Staufen? 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 Warum fällt euch das so auf? Von Staufen. Des Geschlechts sind wohl noch mehrere. Oh ja, hier faulen das Geschlecht schon mehrere. Mein Oheim selbst. Mein Vater, will ich sagen. Doch warum schärft sich euer Blick? Oh, nichts und nichts. Darum verlasse ich euch zuerst. Der Blick des Forschers fand nicht selten mehr, als er zu finden wünschte. Ich fürchte ihn, Nathan. Der Forscher fand nicht selten mehr, als er zu finden wünschte. Ist es doch, als ob in meiner Seele ihr lese. Wahrlich, ja, das könnte auch mir begegnen. Nicht allein sein Wuchs, sein Gang, auch seine Stimme. Dass solche tief geprägte Bilder doch zu Zeiten in uns schlafen können. Bis ein Wort, ein Laut, sie weckt. Von Staufen. Ganz recht, Filneck und Staufen. Ich will das bald genauer wissen. Bald. Nur erst zum Saladin. Nun, drückt euch beiden schon das Herz, noch ganz was anderes zu erfahren, als was Saladin mir will? Sag Rächer nur, dass ich ihn jeden Augenblick erwarten darf. Ich kann mich doch auf dich verlassen, Daya. Es soll dich nicht gereuen. Dein Gewissen selbst soll seine Rechnung dabei finden. Nur verdirbt mir nichts in meinem Plane. Dass ihr doch sowas noch erinnern könnt. Ich gehe. Da kommt Al-Hafi, euer Derwisch. Nathan, zu euch wollte ich nun eben wieder. So eilig? Was verlangt er denn von mir? Wer? Saladin. Ich komme. Zu wem? Zum Saladin. Schickt Saladin dich nicht? Mich? Nein. Hat er denn schon geschickt? Ja, freilich hat er. Nun, so ist es richtig. Ihr bringt sie doch gleich mit. Die Beutel. Beutel? Nun, das Geld, das ihr dem Saladin vorschießen sollt. Und weiter ist es nichts? Ich sollte es wohl mit ansehen, wie er euch von Tag zu Tag aushöhlen wird, bis auf die Zehen. Bildet ihr vielleicht euch ein, wer eures Gelds bedürftig sei? Der werde doch eurem Rate wohl auch folgen? Wann hat Saladin sich raten lassen? Denkt nur, Nathan, was mir eben jetzt mit ihm begegnet. Nun? Da komme ich zu ihm, eben, dass er Schach gespielt mit seiner Schwester. Sitta spielt nicht übel. Und das Spiel, das Saladin verloren schon gegeben hatte, das stand noch ganz so da. Ich sehe hin und sehe, dass das Spiel noch lange nicht verloren. Hey, das war für dich ein Fund. Er durfte mit dem König
an den Bauern nur rücken. Auf ihr Schach. Wenn ich es euch gleich nur zeigen könnte. Er ist nicht deiner Meinung. Er hört mich gar nicht an. Und wirft verächtlich das ganze Spiel in Klumpen. Geld hin, Geld her, das ist das Wenigste. Allein dich gar nicht anzuhören, über einen Punkt von solcher Wichtigkeit dich nicht einmal zu hören, deinen Adlerblick nicht zu bewundern, das schreit um Rache, nicht? Ach was. Ich sag euch das nur so, damit ihr sehen könnt, was für ein Kopf er ist. Kurz, ich halt's mit ihm nicht länger aus. Ich, der ich nie für mich gebettelt habe, soll nun für andere borgen. Borgen ist viel besser nicht als betteln. So wie Leihen, auf Wucher Leihen, nicht viel besser ist als stehlen. Am Ganges nur gibt's Menschen. Hier seid ihr der Einzige, der noch so würdig wäre, dass er am Ganges lebte. Wollt ihr mit? Ich dächte zwar, das blieb uns ja noch immer übrig, doch Al-Hafi will ich's überlegen. Überlegen? Nein, sowas überlegt sich nicht. Wer überlegt, der sucht Bewegungsgründe nicht zu dürfen. Wer sich Knall und Fall, sich selbst zu leben, nicht entschließen kann, der lebet anderer Sklav auf immer. Wie ihr wollt. Lebt wohl. Mein Weg liegt dort und eurer da. Lebt wohl. Der wahre Bettler ist doch einzig und allein der wahre König. Wie Daya, drückte sich mein Vater aus. Ich durfte ihn jeden Augenblick erwarten. Wie viele Augenblicke sind aber schon vorbei. Oh, der verwünschten Botschaft von dem Sultan. Denn Nathan hätte ohne sie ihn gleich mit hergebracht. Und wenn er nun gekommen, dieser Augenblick? Was dann? Was dann? Was wird dann in meiner Brust an dessen Stelle treten? Mein Wunsch, dich in Europa, dich in Händen zu wissen, welche deiner würdig sind. Ich zieh dein Vaterland. Und meines sollte mich nicht halten? Sperre dich so viel du willst. Des Himmels Wege sind des Himmels Wege. Und wenn es nun dein Retter selber wäre, durch den sein Gott, für den er kämpft, dich in das Land, dich zu dem Volke führen wollte, für welches du geboren wurdest? Daya! Sein Gott, für den er kämpft. Wem eignet Gott? Was ist das für ein Gott, der einen Menschen eignet? Der für sich muss kämpfen lassen, wenn mein Vater dich so hörte. Wenn ich nur reden dürfte. Darfst du nicht? Das war das Mädchen, nicht das aus dem Feuer ich holte. Wer hätte die gekannt und aus dem Feuer nicht geholt? Nun, Ritter, sagt uns doch, wo ihr so lang gewesen. Fast dürfte ich auch fragen, wo ihr jetzt wohl seid. Ich bin, wo ich vielleicht nicht sollte sein. Wo ihr vielleicht nicht solltet sein? Das ist nicht gut. Wie hat er so wahr gesagt? Kennt sie nur erst. Wer hat, von wem euch das gesagt? Kennt sie nur erst, hat euer Vater mir gesagt.
Allein, wo ist er denn? Wo ist denn euer Vater? Ist er noch beim Sultan? Ohne Zweifel. Nein, nein, da ist er schwerlich mehr. Er wird dort unten bei dem Klostermann erwarten. Erlaubt. Ich gehe, ich hole ihn. Das ist meine Sache. Bleibt, Ritter, bleibt. Ich hole ihn unverzüglich. Nein, nicht. Er könnte bei dem Sultan leicht... Glaubt mir, es hat Gefahr, wenn ich nicht gehe. Gefahr? Was für Gefahr? Gefahr für mich. Für euch. Für ihn, wenn ich nicht schleunig gehe. So schnell? Was fiel ihm auf? Was jagt ihn fort? Lasst nur, lasst. Ich denke, es ist kein schlimmes Zeichen. Zeichen? Und wovon? Dass etwas vorgeht innerhalb. Es kocht und soll nicht überkochen. Lasst ihn nur. Nun ist's an euch. Was ist an mir? Seid nur nicht allzu streng, nicht allzu rachbegierig. Wovon du sprichst, das magst du selber wissen. Und seid denn ihr bereits so ruhig wieder? Das bin ich. Ja, das bin ich. Denn was ich höchstens dir gestehen könnte, wäre, dass es mich selbst befremdet. Wie auf einen solchen Sturm in meinem Herzen so eine Stille plötzlich folgen kann. Sein Anblick, sein Gespräch, sein Ton hat mich... Gesättigt schon? Gesättigt will ich nur nicht sagen. Den heißen Hunger nur gestillt. Nun ja, wenn du so willst... Ich eben nicht. Er wird mir ewig werter als mein Leben bleiben. Wenn auch schon mein Puls nicht mehr bei seinem bloßen Namen wechselt. Nicht mehr mein Herz, so oft ich an ihn denke, geschwinder, stärker schlägt. Was schwatze ich? Komm, liebe Daya. So ist er doch wohl noch nicht ganz gestillt, der heiße Hunger. Diese Kälte beginnt doch wohl ein neues Fieber nur. Ich bin nicht kalt. Ich sehe wahrlich nicht minder gern, als ich mit Ruhe sehe. Hier bringt den Juden her, sobald er kommt. Er scheint sich eben nicht zu übereilen. Du tust, als stünde dir ein Treffen vor. Und das mit Waffen, die ich nicht gelernt zu führen. Ich soll mich stellen, soll Fallen legen, soll auf Glatteis führen. Wann hätte ich das gekonnt? Wo hätte ich das gelernt? Und soll das alles... wozu? Wozu? Um Geld zu fischen. Geld. Geld einem Juden abzubangen. Geld. Zu solchen kleinen Listen wäre ich endlich gebracht, der Kleinigkeiten Kleinste mir zu schaffen. Jede Kleinigkeit zu sehr verschmäht, die rächt sich, Bruder. Leider wahr. Und wenn nun dieser Jude gar der gute, vernünftige Mann ist, wie der Derwisch dir in Ehedem beschrieben. Nun dann? Die Schlinge liegt ja nur dem geizigen, besorglichen, furchtsamen Juden, nicht dem Weisen. Nicht dem guten Manne. Dieser ist ja so schon unser, ohne Schlinge. Das Vergnügen zu hören, wie ein solcher Mann sich ausredet, vorbei sich windet, dies Vergnügen hast du obendrein. Nun, das ist wahr. Gewiss, ich freue mich darauf. So kann dich ja auch weiter nichts verlegen machen. Denn ist's einer aus der Menge bloß, ist's bloß ein Jude wie ein Jude. Gegen den wirst du dich doch nicht schämen, so zu scheinen, wie er die Menschen all sich denkt. Vielmehr, wer sich ihm besser zeigt, der zeigt sich ihm als Narr. Dass uns die Männer deinesgleichen doch so gern bereden möchten, nur ihr Schwert nur habe sie so weit gebracht. Und dass die Weiber doch so gern den Mann zu sich herunter hätten.
Geh nur, geh. Ich glaube, meine Lektion zu können. Was, ich soll gehen? Du wolltest doch nicht bleiben. Wenn auch nicht bleiben, doch im Nebenzimmer. Dazu horchen auch das nicht, Schwester. Fort, er kommt. Doch dass du ja nicht da verweilst, ich sehe nach. Tritt näher, Jude. Nur ganz fair, nur ohne Furcht. Die bleibe deinem Feinde. Du nennst dich Nathan? Ja. Den weisen Nathan? Nein. Wohl, nennst du dich nicht, nennt dich das Volk. Kann sein, das Volk. Du glaubst doch nicht, dass ich verächtlich von des Volkes Stimme denke. Ich habe längst gewünscht, den Mann zu kennen, den es den Weisen nennt. Wenn es ihn zum Spott so nennte. Wenn dem Volke Weise nichts anderes wäre als klug. Und klug nur der, der sich auf seinen Vorteil gut versteht. Auf seinen wahren Vorteil meinst du doch? Dann freilich wäre der Eigennützigste der Klügste. Dann wäre freilich klug und weise nur eins. Ich höre dich erweisen, was du widersprechen willst. Des Menschen wahre Vorteile, die das Volk nicht kennt, kennst du. Hast du zu kennen wenigstens gesucht, hast drüber nachgedacht. Das auch allein macht schon den Weisen. Der sich jeder dünkt zu sein. Nun, der Bescheidenheit genug, lass uns zur Sache kommen. Aber aufrichtig, Jud. Aufrichtig. Sultan, ich will sicherlich dich so bedienen, dass ich deiner fernen Kundschaft würdig bleibe. Bedienen? Wie? Du sollst das Beste haben von allem. Sollst es um den billigsten Preis haben. Wovon sprichst du? Doch wohl nicht von deinen Waren. Schachern wird mit dir schon meine Schwester. Ich habe mit dem Kaufmann nichts zu tun. So wirst du ohne Zweifel wissen wollen, was ich auf meinem Wege von dem Feinde, der allerdings sich wieder reget, etwa bemerkt. Davon weiß ich schon so viel ich nötig habe. Kurz. Gebiete, Sultan. Ich heische deinen Unterricht in ganz was anderem. Ganz was anderem. Da du nun so weise bist, so sage mir doch einmal, was für ein Glaube, was für ein Gesetz hat dir am meisten eingeleuchtet? Sultan, ich bin ein Jud. Und ich ein Muselmann. Der Christ ist zwischen uns. Von diesen drei Religionen kann doch eine nur die wahre sein. Ein Mann wie du bleibt da nicht stehen, wo der Zufall der Geburt ihn hingeworfen. Oder wenn er bleibt, bleibt er aus Einsicht. Gründen, Wahl des Bessern. Wohlan, so teile deine Einsicht mir dann mit. Lass mich die Gründe hören, denen ich selber nachzugrübeln nicht die Zeit gehabt. Lass mich die Wahl, die diese Gründe bestimmt, versteht sich im Vertrauen, wissen, damit ich sie zu meiner mache. Wie? So rede doch. Sprich. Oder willst du einen Augenblick, dich zu bedenken? Gut, ich gebe ihn dir. Denk nach. Geschwind denk nach. Ich säume nicht zurückzukommen. Wunderlich. Was will der Sultan? Was? Ich bin auf Geld gefasst und er will Wahrheit. Wahrheit. Und will sie so, so bar, als ob die Wahrheit Münze wäre. Doch wie
sollte er wohl die Wahrheit nicht in Wahrheit fordern? Zwar der Verdacht, dass er die Wahrheit nur als Falle brauche, wäre auch gar zu klein. Zu klein? Was ist für einen Großen denn zu klein? Ich muss behutsam gehen. Und wie? Wie das? So ganz Jude sein zu wollen, geht schon nicht. Und ganz und gar nicht Jude geht noch minder. Denn wenn kein Jude, dürfte mich nur fragen, warum kein Muselmann? Das war's. Das kann mich retten. Nicht bloß die Kinder speist man mit Märchen ab. Ich komme dir doch nicht zu geschwind zurück. Du bist zu Rande mit deiner Überlegung. Nun, so rede, es hört uns keine Seele. Möchte doch die ganze Welt uns hören. So gewiss ist Nathan seiner Sache. Ah, das nenne ich einen Weisen. Nie die Wahrheit zu verhehlen, für sie alles auf das Spiel zu setzen. Leib und Leben, Gut und Blut. Ja, ja. Wenn's nötig ist und nutzt. Von nun an darf ich hoffen, einen meiner Titel Verbesserer der Welt und des Gesetzes mit Recht zu führen. Ein schöner Titel. Doch, Sultan, ehe ich mich dir ganz vertraue, erlaubst du wohl, dir ein Geschichtchen zu erzählen? Warum das nicht? Erzähl. Erzähle. Vor grauen Jahren lebte ein Mann in Osten, der einen Ring von unschätzbarem Wert aus lieber Hand besaß. Der Stein war ein Opal, der 100 schöne Farben spielte und hatte die geheime Kraft, vor Gott und Menschen angenehm zu machen, wer in dieser Zuversicht ihn trug. Was Wunder, dass ihn der Mann in Osten darum nie vom Finger ließ und die Verfügung traf, auf ewig ihn bei seinem Hause zu erhalten. Nämlich so, er ließ den Ring von seinen Söhnen dem Geliebtesten und setzte fest, dass dieser wiederum den Ring von seinen Söhnen dem vermache, der ihm der Liebste sei. Und stets der Liebste, ohne Ansehen der Geburt, in Kraft allein des Rings, das Haupt der Fürst des Hauses werde. Versteh mich, Sultan. Ich verstehe dich. Weiter. So kam nun dieser Ring von Sohn zu Sohn auf einen Vater, endlich von 3 Söhnen, die alle 3 ihm gleich gehorsam waren, die alle 3 er folglich gleich zu lieben sich nicht entbrechen konnte. Nur von Zeit zu Zeit schien ihm bald der, bald dieser, bald der Dritte, so wie jeder sich mit ihm allein befand, würdiger des Ringes, den er denn auch einem jeden die fromme Schwachheit hatte, zu versprechen. Das ging nun so, solange es ging, allein es kam zum Sterben. Und der gute Vater kommt in Verlegenheit. Es schmerzt ihn, 2 von seinen Söhnen, die sich auf sein Wort verlassen, so zu kränken. Was zu tun? Er sendet in geheim zu einem Künstler, bei dem er nach dem Muster seines Ringes 2 andere bestellt. Und weder Kosten noch Mühe sparen heißt sie jenem gleich, vollkommen gleich zu machen. Das gelingt dem Künstler. Da er ihm die Ringe bringt, kann selbst der Vater seinen Musterring nicht unterscheiden. Froh und freudig ruft er seine Söhne, jeden insbesondere, gibt jedem insbesondere seinen Segen und seinen Ring und stirbt. Du hörst doch, Sultan? Ich höre. Ich höre. Komm mit deinem Märchen nur bald zu Ende. Ich bin zu Ende. Denn was noch folgt, versteht sich ja von selbst.
Kaum war der Vater tot, so kommt halt jeder mit seinem Ring und jeder will der Fürst des Hauses sein. Man untersucht, man zankt, man klagt. Umsonst. Der rechte Ring war nicht erweislich. Fast so unerweislich, als uns jetzt der rechte Glaube. Wie? Das soll die Antwort sein auf meine Frage? Soll mich bloß entschuldigen, wenn ich die Ringe mir nicht getraut zu unterscheiden, die der Vater in der Absicht machen ließ, damit sie nicht zu unterscheiden wären. Die Ringe? Spiele nicht mit mir. Ich dächte, dass die Religionen, die ich dir genannt, doch wohl zu unterscheiden wären. Bis auf die Kleidung, bis auf Speis und Trank. Nur von Seiten ihrer Gründe nicht. Und gründen alle sich nicht auf Geschichte, geschrieben oder überliefert? Und Geschichte muss doch wohl allein auf Treu und Glauben angenommen werden, nicht? Nun, wessen Treu und Glauben zieht man denn am wenigsten in Zweifel? Doch der Seinen, doch deren Blut wir sind, doch deren, die von Kindheit an uns Proben ihrer Liebe gegeben. Wie kann ich meinen Vätern weniger als du den deinen glauben? Oder umgekehrt. Kann ich von dir verlangen, dass du deine Vorfahren Lügen strafst, um meinen nicht zu widersprechen? Oder umgekehrt. Das Nämliche gilt von den Christen, nicht? Lass auf unsere Ring uns wiederkommen. Wie gesagt, die Söhne verklagten sich und jeder schwur dem Richter, unmittelbar aus seines Vaters Hand den Ring zu haben. Wie auch wahr. Der Vater, beteuerte jeder, könne gegen ihn nicht falsch gewesen sein. Ehe er dieses von ihm, von einem solchen lieben Vater, argwohnen lasse, ehe müsse er seine Brüder, so gern er sonst von ihnen nur das Beste bereit zu glauben sei, des falschen Spiels bezeihen. Und er wolle die Verräter schon auszufinden wissen, sich schon rächen. Und nun der Richter? Mich verlangt zu hören, was du den Richter sagen lässt. Sprich. Der Richter sprach: Wenn ihr mir nun den Vater nicht bald zur Stelle schafft, so weise ich euch von meinem Stuhle. Denkt ihr, dass ich Rätsel zu lösen da bin, oder harret ihr, bis dass der rechte Ring den Mund eröffne? Doch halt! Ich höre ja, der rechte Ring besitzt die Wunderkraft, beliebt zu machen. Vor Gott und Menschen angenehm, das muss entscheiden. Denn die falschen Ringe werden es doch nicht können. Nun, wen lieben zwei von euch am meisten? Macht, sagt an. Ihr schweigt. Die Ringe wirken nur zurück und nicht nach außen. Jeder liebt sich selber nur am meisten. Oh, so seid ihr alle drei betrogene Betrüger. Eure Ringe sind alle drei nicht echt. Der rechte Ring vermutlich ging verloren. Den Verlust nun zu ersetzen, ließ der Vater die drei für einen machen. Herrlich, herrlich. Und also fuhr der Richter fort: Wenn ihr nicht meinen Rat statt meines Spruches wollt, geht nur. Mein Rat ist aber der: Ihr nehmt die Sache völlig, wie sie liegt. Hat von euch jeder seinen Ring von seinem Vater, so glaube jeder sicher seinen Ring den echten. Möglich, dass der Vater nun die Tyrannei des einen Rings nicht länger in seinem Hause dulden wollen. Und gewiss, dass er euch alle drei geliebt und gleich geliebt. Wohlan, es eifre jeder seiner unbestochenen, von Vorurteilen freien Liebe nach. Es strebe von euch jeder um die Wette, die Kraft des Steins in seinem Ring an Tag zu legen. Komme dieser Kraft mit Sanftmut, mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun,
mit innigster Ergebenheit in Gott zu Hilfe. Und wenn sich dann der Steine Kräfte bei euren Kindeskindeskindern äußern, so lade ich über tausend Jahre sie wiederum vor diesen Stuhl. Da wird ein weiserer Mann auf diesem Stuhle sitzen und sprechen. Geht. So sagte der bescheidene Richter. Saladin, wenn du dich fühlest, dieser weisere, versprochene Mann zu sein, was ist dir, Sultan? Nathan, lieber Nathan, die tausend Jahre deines Richters sind noch nicht um. Sein Richterstuhl ist nicht der meine. Geh. Geh, aber sei mein Freund. Und weiter hätte Saladin mir nichts zu sagen? Nichts. Nichts? Gar nichts. Und warum? Ich hätte noch Gelegenheit gewünscht, dir eine Bitte vorzutragen. Braucht's Gelegenheit zu einer Bitte? Rede. Ich komme von einer langen Reise, auf welcher ich Schulden eingetrieben. Fast habe ich des baren Gelds zu viel. Die Zeit beginnt bedenklich wiederum zu werden und ich weiß nicht recht, wo sicher damit hin. Da dachte ich, ob nicht du vielleicht, weil doch ein naher Krieg des Geldes immer mehr erfordert, etwas brauchen könntest. Na dann, ich will nicht fragen, ob Al-Hafi schon bei dir gewesen. Will nicht untersuchen, ob dich nicht sonst ein Argwohn treibt, mir dieses Erbieten freierdings zu tun. Ein Argwohn? Ich bin ihn wert. Verzeih mir. Denn was hilft's? Ich muss dir nur gestehen, dass ich im Begriffe war. So wäre uns beiden ja geholfen. Dass ich aber dir alle meine Barschaft nicht kann schicken, das macht der junge Tempelherr. Du kennst ihn ja. Ihm habe ich einen großen Posten vorher noch zu bezahlen. Tempelherr? Du wirst doch meine schlimmsten Feinde nicht mit deinem Geld auch unterstützen wollen. Ich spreche von dem einen nur, dem du das Leben schenktest. Ach, woran erinnerst du mich? Habe ich doch diesen Jüngling ganz vergessen. Kennst du ihn? Wo ist er? Wie? So weißt du nicht, wie viel von deiner Gnade für ihn durch ihn auf mich geflossen? Er, mit Gefahr des neu erhaltenen Lebens, hat meine Tochter aus dem Feuer gerettet. Hat er das? Ach, danach sah er aus. Das hätte mein Bruder auch getan, dem er so ähnelt. Ist er denn noch hier? So bring ihn her. Ich habe meiner Schwester von diesem ihren Bruder, den sie nicht gekannt, so viel erzählt, dass ich sie sein Ebenbild doch auch muss sehen lassen. Geh, hol ihn. Augenblicks. Und bei dem anderen bleibt es doch auch. Nun gut, ich mag nicht näher wissen, was in mir vorgeht. Mag voraus nicht wittern, was vorgehen wird. Genug, ich bin umsonst geflohen. Umsonst. Sie sehen. Und das Gefühl, an sie verstrickt, in sie verwebt zu sein, war eins. Bleibt eins. Von ihr getrennt zu leben, ist mir ganz undenkbar. Wäre mein Tod. Ist das nun Liebe? So liebt der Tempelritter freilich, liebt der Christ das Judenmädchen freilich. Was tut's?
Ich habe in dem gelobten Lande der Vorurteile mehr schon abgelegt. Was will mein Orden auch? Ich, Tempelherr, bin tot. War von dem Augenblick ihm tot, der mich zu Saladins Gefangenen machte. Der Kopf, den Saladin mir schenkte, wäre mein alter, ist ein neuer und ein besserer. Denn erst mit ihm beginne ich so zu denken, wie mein Vater hier gedacht muss haben, wenn man Märchen nicht von ihm mir vorgelogen. Sein Beispiel bürget mir für seinen Beifall. Und an wessen Beifall liegt mir denn sonst? An Nathans? Welch ein Jude. Und der so ganz nur Jude scheinen will. Ihr habt sehr lang euch bei dem Sultan aufgehalten. Ach, wahrlich kurz, der Mann steht seinen Ruhm. Sein Ruhm ist bloß ein Schatten. Er will euch sprechen, will, dass ungesäumt ihr zu ihm kommt. Begleitet mich nur nach Hause, wo ich noch für ihn etwas anderes zu verfügen habe. Und dann, so gehen wir. Nathan, euer Haus betrete ich wieder. Er nicht. So seid ihr doch indes schon da gewesen. Habt indes jedoch gesprochen. Nun, sagt, wie gefällt euch Recha? Über allen Ausdruck. Allein sie wiedersehen, das werde ich nie. Ihr müsstet denn zur Stelle mir versprechen, dass ich sie auf immer, immer soll können sehen. Wie wollt ihr, dass ich das verstehe? Mein Vater. Junger Mann. Nicht Sohn? Ich bitte euch, Nathan. Lieber junger Mann. Nicht Sohn? Ich bitte euch, Nathan. Stoßt mich nicht von euch. Lieber Freund. Und Sohn? Sohn nicht? Ihr überrascht mich, junger Ritter. Ich überrasch euch? Überrasch euch, Nathan, mit euren eigenen Gedanken? Ich überrasch euch? Ehe ich einmal weiß, was für ein Staufen euer Vater denn gewesen ist. Was sagt ihr, Nathan, was? In diesem Augenblick fühlt ihr nichts als Neubegier. Nun seht, ich habe selbst wohl einen Staufen ehedem gekannt. Der Konrad hieß. Nun, wenn mein Vater denn nun ebenso geheißen hätte. Wahrlich? Ich heiße selber ja nach meinem Vater. Kurt ist Konrad. Nun, so ist mein Konrad doch nicht euer Vater, denn mein Konrad war, was ihr, war Tempelherr, war nie vermählt. Oh, darum könnte doch mein Vater wohl gewesen sein. Ihr scherzt. Und ihr nehmt's wahrlich zu genau. Was wär's denn nun, sowas von Bastard oder Bankert? Der Schlag ist auch nicht zu verachten. Ihr werdet bitter. Doch verdien ich's? Schlug ich denn euch schon was ab? Ich will euch ja nur bei dem Worte nicht den Augenblick so fassen. Weiter nichts. Weiter nichts? Gewiss nichts weiter? Oh, so vergebt. Nun kommt doch, kommt. Wohin? In euer Haus? Das nicht. Ich will euch hier erwarten. Geht nur, geht. Ich will mich möglichst eilen. Soll ich sie wiedersehen, so sehe ich sie noch oft genug. Wo nicht, so sah ich sie schon viel zu viel. Das Menschenhirn fasst so unendlich viel und ist doch manchmal auch so plötzlich voll. Von einer Kleinigkeit so plötzlich voll. Liebe ich denn zum ersten Male? Oder war, was ich als Liebe kenne, Liebe nicht?
Ist Liebe nur, was ich jetzt empfinde? Ritter! Ritter! Daya! So geheimnisvoll, was ist's? Sagt, was hieß denn das, dass ihr so Knall und Fall euch aus dem Staube macht? Dass ihr uns so sitzen ließet, dass ihr nun mit Nathan nicht wiederkommt? Hat Reicher denn so wenig auf euch gewirkt? Wie? Oder auch so viel? Kurz, gesteht es mir nur gleich, dass ihr sie liebt. Liebt bis zum Unsinn. Und ich sage euch was. Zum Unsinn? Nun, gebt mir nur die Liebe zu, den Unsinn will ich euch erlassen. Weil er sich von selbst versteht, ein Tempelherr, ein Judenmädchen lieben. Scheint freilich wenig Sinn zu haben. Liebe Daya, nehmt an, was ihr verlangt. Dass ich sie liebe, dass ich nicht begreife, wie ohne sie ich leben werde. So schwört mir, Ritter, sie zu eurigen zu machen, sie zu retten. Sie zeitlich hier, sie ewig dort zu retten. Und wie? Wie kann ich? Kann ich schwören, was in meiner Macht nicht steht? Es steht in eurer Macht. Ich bringe es durch ein einzig Wort in eure Macht. Dass selbst der Vater nichts dawider hätte? Ei, was Vater, Vater. Der Vater soll schon müssen. Müssen da ja? Noch ist er unter Räuber nicht gefallen. Er muss nicht müssen. Nun, so muss er wollen. Muss gern am Ende wollen. Liebe Daya, setzt mich kurz und gut aus dieser Ungewissheit. Nun, so wisst denn, Recher ist keine Jüdin, ist eine Christin. So, wünsche euch Glück. Herz schwer gehalten? Wie, Ritter, verdient meine Nachricht diesen Spott? Dass Recher eine Christin ist, das freut euch einen Christen, einen Tempelherrn, der sie liebt. Nicht mehr? Besonders, da sie eine Christin ist von eurer Mache. Ach, so versteht ihr's. Nein, sie ist ein Christenkind, von Christeneltern geboren, ist getauft. Und Nathan? Nicht ihr Vater. Nathan, nicht ihr Vater? Wisst ihr, was ihr sagt? Die Wahrheit, die so oft mich blutgetränen weinen machte. Nein, er ist ihr Vater nicht. Und hätte sie als seine Tochter nur erzogen? Hätte das Christenkind als eine Jüdin sich erzogen? Ganz gewiss. Sie wüsste nicht, was sie geboren sei. Sie hätte es nie von ihm erfahren, dass sie eine Christin geboren sei und keine Jüdin. Nie. Nathan. Der weise, gute Nathan hätte sich erlaubt, die Stimme der Natur so zu verfälschen. Daya, ihr habt mir allerdings etwas vertraut von Wichtigkeit, was Folgen haben kann, was mich verwirrt. Drum lasst mir Zeit. Drum geht. Ich bin ihn jetzt zu sprechen ganz und gar nicht fähig. Sagt ihm nur, dass wir einander bei dem Sultan schon finden würden. Aber lasst euch ja nichts merken gegen ihn. Das soll nur so den letzten Druck dem Dinge geben. Soll euch, Rechers wegen, alle Skrupel nur benehmen. Wenn ihr aber dann sie nach Europa führt, so lasst ihr doch mich nicht zurück. Das wird sich finden. Geht nur. Geht. Guter Bruder, da seid ihr ja. Ich habe euch lange schon gesucht. Mich, Herr? Ihr kennt mich schon nicht mehr? Doch, doch. Ich glaubte nur, dass ich den Herrn in meinem Leben nie mehr zu sehen bekommen würde. Der liebe Gott, der weiß, wie sauer mir der Antrag war, den ich dem Herrn zu tun verbunden war. Nun kommt ihr doch. Nun hat's doch nachgewirkt. Ihr wisst es schon, warum ich komme? Kaum weiß ich es selbst. Ihr habt's nun überlegt,
hab nun gefunden, dass der Patriarch so Unrecht doch nicht hat. Dass ein Feind ist, wenn er euch auch 7-mal begnadigt hätte. Ach Gott. Gebt euch zufrieden. Deswegen will ich nicht den Patriarchen sprechen. Noch denke ich über jenen Punkt, wie ich gedacht. Ich komme bloß den Patriarchen über eine Sache, um Rat zu fragen. Ihr den Patriarchen? Ein Ritter, einen Pfaffen? Ja, die Sache ist ziemlich pfäffisch. Gleichwohl fragt der Pfaffe den Ritter nie. Die Sache sei auch noch so ritterlich. Weil er das Vorrecht hat, sich zu vergehen. Dass unser einer ihm nicht sehr beneidet. Freilich, wenn ich bloß für mich zu handeln hätte, was brauchte ich eures Patriarchen? Aber gewisse Dinge will ich lieber schlecht nach anderer Willen machen, als allein nach meinem Gut. Zudem, ich sehe nun wohl, Religion ist auch Partei. Und wer sich drob auch noch so unparteiisch glaubt, hält, ohne es selbst zu wissen, doch nur seiner die Stange. Weil das einmal nun so ist, wird's wohl so recht sein. Dazu schweige ich lieber, denn ich verstehe den Herrn nicht recht. Und doch, ich danke euch. Dank euch für den guten Wink. Was, Patriarch? Seid ihr mein Patriarch? Ich will ja doch den Christen mehr im Patriarchen als den Patriarchen in dem Christen fragen. Die Sache ist die. Nicht weiter, Herr, nicht weiter. Der Herr verkennt mich. Wer viel weiß, hat viel zu sorgen. Und ich habe ja mich einer Sorge nur gelobt. Da kommt zu meinem Glück der Patriarch. Das ist ja wohl der Tempelherr. Was will er? Weiß es nicht. Nun, Herr Ritter, womit wäre dem Herrn zu dienen? Mit Rat. Recht gern. Nur ist der Rat auch anzunehmen. Doch blindlings nicht. Wer sagt denn das? Ei, freilich muss niemand die Vernunft, die Gott ihm gab, zu brauchen, unterlassen, wo sie hingehört. Gehört sie aber überall denn hin? Oh nein. Zum Beispiel, wenn uns Gott durch einen Diener seines Worts ein Mittel bekannt zu machen würdiget, das Wohl der ganzen Christenheit, das Heil der Kirche auf irgendeine ganz besondere Weise zu fördern, zu befestigen. Wer darf sich da noch unterstehen, die Willkür des, der die Vernunft erschaffen, nach Vernunft zu untersuchen? Doch hiervon genug. Was ist es denn, worüber unseren Rat für jetzt der Herr verlangt? Gesetzt, ehrwürdiger Vater, ein Jude hätte ein einzig Kind. Es sei ein Mädchen, das er mit der größten Sorgfalt zu allem Guten auferzogen. Das er liebe, mehr als seine Seele. Das ihn wieder mit der frömmsten Liebe liebe. Und nun wird unser einem hinterbracht, das Mädchen sei des Juden Tochter nicht. Er habe es in der Kindheit aufgelesen. Man wisse, das Mädchen sei ein Christenkind und sei getauft. Der Jude habe es nur als Jüdin erzogen. Lass es nur als Jüdin und als seine Tochter so verharren. Sagt, ehrwürdiger Vater, was wäre hierbei wohl zu tun? Mich schaudert. Doch zuallererst erkläre sich der Herr, ob so ein Fall ein Faktum oder eine Hypothese. Ich glaubte, das sei eins. Eins? Da sehe der Herr, wie sich die stolze menschliche Vernunft im Geistlichen doch irren kann, mitnichten. Denn ist der vorgetragene Fall nur sein Spiel des Witzes, so verlohnt es sich der Mühe, nicht im Ernst ihn zu durchdenken. Hat der Herr mich aber nicht bloß mit einer theatralischen Schnurre zum Besten? Ist der Fall ein Faktum? Hätte sich wohl gar in unserer Diözese, in unserer lieben Stadt Jerusalem ereignet. Ja, als dann? Und was als dann? Dann wäre an dem Juden fördersamst die Strafe zu vollziehen, die päpstliches und kaiserliches Recht so einem Frevel, so einer Lastertat bestimmen. So? Und zwar bestimmen, ob besagte Rechte dem Juden, der einen Christen zur Apostasie verführt, den Scheiterhaufen. So. Und wie viel mehr dem Juden,
der mit Gewalt ein armes Christenkind dem Bunde seiner Taufe entreißt. Denn ist nicht alles, was man Kindern tut, Gewalt? Ausgenommen, was die Kirche an Kindern tut. Wenn aber nun das Kind, erbarmte seiner sich der Jude nicht, vielleicht im Elend umgekommen wäre. Tut nichts, der Jude wird verbrannt. Denn besser es wäre hier im Elend umgekommen, als dass zu seinem ewigen Verderben es so gerettet ward. Zudem, was hat der Jude Gott denn vorzugreifen? Das geht mir nah. Besonders, da man sagt, er habe das Mädchen nicht sowohl in seinem als vielmehr in keinem Glauben auferzogen. Und sie von Gott nicht mehr, nicht weniger gelehrt, als der Vernunft genügt. Tut nichts, der Jude wird verbrannt. Ja, wer allein schon dieser wegen wert, dreimal verbrannt zu werden. Was? Ein Kind ohne allen Glauben erwachsen lassen? Weh. Die große Pflicht zu glauben, ganz und gar ein Kind nicht lehren, das ist zu arg. Mich wundert sehr, Herr Ritter, euch selbst. Ehrwürdiger Herr, das Übrige, so Gott will, in der Beichte. Was? Mir nur nicht einmal Rede stehen? Den Bösewicht den Juden mir nicht nennen? Mir ihn nicht zur Stelle schaffen? Oh, da weiß ich Rat. Ich gehe sogleich zum Sultan. Saladin, vermöge des Vertrags, den ihr beschworen, muss uns schützen. Bei allen Rechten, allen Lehren schützen. Gottlob. Wir haben seine Hand, sein Siegel, wir. Auch mache ich ihm gar leicht begreiflich, wie gefährlich selber für den Staat es ist, nichts glauben. Alle bürgerlichen Bande sind aufgelöst, sind zerrissen, wenn der Mensch nichts glauben darf. Schade, dass ich den trefflichen Sermon mit besserer Muße nicht genießen kann. Ich bin zum Saladin gerufen. So. Nun ja, dann... Ich will den Sultan vorbereiten, wenn es euer Hochehrwürden so gefällt. Oh ja, ich weiß, der Herr hat Gnade gefunden vor Saladin. Ich bitte meiner nur im Besten, bei ihm eingedenk zu sein. Mich treibt der Eifer Gottes lediglich, was ich zu viel tue ich ihm. Das wolle doch ja der Herr erwägen. Und nicht wahr, Herr Ritter? Das vorhin erwähnte von dem Juden war nur ein Problema. Ein Problema? Dem ich tiefer doch auf den Grund zu kommen suchen muss. Nun wahrlich, das hat noch kein Ende. Ob ich es nicht vielmehr dem Vater schicke, hier fällt mir es doch nur durch die Finger. Ist Nathan noch mit dem Tempelherrn nicht da? Er sucht in aller Orten. Sieh doch, was ich hier, indem mir so mein alt Geschmeide durch die Hände geht, gefunden. Oh, mein Bruder, das ist er. War er, war er. Mein wackerer, lieber Junge, dass ich dich so früh verlor. Sita, lass mir das Bild. Ich muss es mit dem Tempelherrn vergleichen. Muss doch sehen, wie viel mich meine Fantasie getäuscht. Nur darum bringe ich's. Wer ist da, der Tempelherr? Er kommt. Euch nicht zu stören? Ihn mit meiner Neugier nicht zu irren? Gut so, gut. Ich, dein Gefangener, Sultan. Mein Gefangener? Wem ich das Leben schenke, werde ich dem nicht auch die Freiheit schenken? Was dir ziemt zu tun, ziemt mir es zu vernehmen, nicht vorauszusetzen. Aber, Sultan, Dank, besonderen Dank, dir für mein Leben zu beteuern, stimmt mit meinem Stand und meinem Charakter nicht. Es steht in allen Fällen zu deinen Diensten wieder. Brauch es nur nicht wider mich. Zwar ein paar Hände mehr, die gönnt ich meinem Feinde gern. Allein ihm so ein Herz auch mehr zu gönnen, fällt mir schwer. Ich habe mich mit dir in nichts betrogen. Du bist mit Seel und Leib mein Assad. Bliebst du wohl bei mir? Als Christ, als Muselmann gleich viel. Ich habe nie verlangt, dass allen Bäumen eine Rinde wachse. Sonst wärst du auch wohl schwerlich, der du bist. Nun dann, wenn du nicht schlechter von mir denkst, so wären wir ja halb schon richtig. Ganz. Ein Wort? Ein Mann hier mit empfange mehr, als du mir nehmen konntest. Ganz der Deine. Zu viel Gewinn für einen Tag. Zu viel.
Kam er nicht mit? Wer? Nathan. Nein, ich kam allein. Welch eine Tat von dir. Und welch ein weises Glück, dass eine solche Tat zum Besten eines solchen Mannes ausschlug. Ja, ja. So kalt? Nein, junger Mann. Wenn Gott was Gutes durch uns tut, muss man so kalt nicht sein. Selbst aus Bescheidenheit so kalt nicht scheinen wollen. Aber wenn du so schwierig sein willst, junger Mann, so muss auch ich ja wohl auf meiner Hut mich mit dir halten müssen. Das schmerzt, denn Argwohn ist so wenig sonst mein Fehler. Wie? Auf Nathan Argwohn? Du? Erklär dich, sprich. Ich habe wider Nathan nichts. Ich zürn allein mit mir. Und über was? Dass mir geträumt, ein Jude könne auch wohl ein Jude zu sein verlernen. Heraus mit diesem Traume. Du weißt von Nathans Tochter, Sultan. Was ich für sie tat, das tat ich, weil ich's tat. Zu stolz, Dank einzuernten, wo ich ihn nicht säte. Verschmäht ich, Tag für Tag, das Mädchen noch einmal zu sehen. Der Vater war fern, er kommt. Er hört, er sucht mich auf. Er dankt, er wünscht, dass seine Tochter mir gefallen möge. Nun, ich lasse mich beschwatzen. Komme, sehe, finde wirklich ein Mädchen. Ach, ich muss mich schämen, Sultan. Dich schämen? Dass ein Judenmädchen auf dich Eindruck machte? Doch wohl nimmermehr. Dass diesem Eindruck auf das liebliche Geschwätz des Vaters hin mein rasches Herz so wenig Widerstand entgegensetzte. Ich sprang zum zweiten Mal ins Feuer. Denn nun warb ich. Und nun ward ich verschmäht. Verschmäht? Der weise Vater schlägt nun wohl mich platterdings nicht aus. Der weise Vater muss aber doch sich erst erkunden, erst besinnen. Für wahr. Bei Gott, es ist doch gar was Schönes, so weise, so bedächtig sein. Nun, so sieh doch einem Alten etwas nach. Wie lange können seine Weigerungen denn dauern? Wird er denn von dir verlangen, dass du erst Jude werden sollst? Wer weiß. Wer weiß, der diesen Nathan besser kennt. Der Aberglaub, in dem wir aufgewachsen, verliert, auch wenn wir ihn erkennen, darum doch seine Macht nicht über uns. Es sind nicht alle Freie, die ihrer Ketten spotten. Sehr reif bemerkt. Doch Nathan. Nathans Los ist diese Schwachheit nicht. So dachte ich auch. Wenngleich wohl dieser Ausbund aller Menschen so ein gemeiner Jude wäre, dass er Christenkinder zu bekommen suche, um sie als Juden aufzuziehen. Wie dann? Das Mädchen selbst ist seine Tochter nicht. Sie ist ein Christenkind. Dass er dem ungeachtet dir nicht geben wollte? Woll oder wolle nicht. Er ist entdeckt. Der tolerante Schwätzer ist entdeckt. Sei ruhig, Christ. Was ruhig, Christ? Wenn Jud und Muselmann auf Jud, auf Muselmann bestehen, soll allein der Christ den Christen nicht machen dürfen? Ruhig, Christ. Ich fühle des Vorwurfs ganze Last, die Saladin in diese Silbe presst. Ach, wenn ich wüsste, wie Assad sich an meiner Stelle hierbei benommen hätte. Nicht viel besser. Freilich, wenn alles sich verhält, wie du mir sagst, kann ich mich selber kaum in Nathan finden. Indes, er ist mein Freund. Und meiner Freunde muss keiner mit dem anderen hadern. Verschweige, was dein Patriarch an ihm zu rächen mir so nahelegen würde. Sei keinem Juden, keinem Muselmanne zum Trotz, ein Christ. Bald wär's damit zu spät gewesen. Wie? Dank sei der Blutbegier des Patriarchen. Das Werkzeug mir zu werden graute. Du kamst zum Patriarchen eher als zu mir? Im Sturm der Leidenschaft, der Unentschlossenheit. Verzeih. Du wirst von deinem Assad fürchtig ferner nun nichts mehr in mir erkennen wollen. Wer ist diese Furcht dich selbst?
Mich dünkt, ich weiß, aus welchen Fehlern unsere Tugend keimt. Geh, such du nun Nathan, wie er dich gesucht, und bring ihn her. Ich muss euch doch zusammen verständigen. Wer um das Mädchen dir im Ernst zu tun, sei ruhig. Sie ist dein. Muss mein Assad nicht ein braver, ein schöner junger Mann gewesen sein? Wenn er es war und nicht zu diesem Bilde der Tempelherr vielmehr gesessen? Aber wie hast du doch vergessen können, dich nach seinen Eltern zu erkundigen? Und insbesondere wohl nach seiner Mutter. Ob seine Mutter hierzulande nie gewesen sei, nicht wahr? Oh, möglicher wäre nichts, denn Assad war auf hübsche Christendamen so erpicht, dass einmal gar die Rede ging. Genug, ich habe ihn wieder. Das Mädchen muss ihm Nathan geben, meinst du nicht? Ihm geben? Ihm lassen? Allerdings, was er denn Nathan, sobald er nicht ihr Vater ist, für Recht auf sie? Wie also, Saladin, wenn du nun gleich das Mädchen zu dir nimmst? Dem unrechtmäßigen Besitzer gleich entzügest? Täte das wohl Not? Not nun wohl eben nicht. Die liebe neue Begier treibt mich allein, dir diesen Rat zu geben. Nun, so schick und lass sie holen. Darf ich, Bruder? Nur schone Nathans. Nathan muss durchaus nicht glauben, dass man mit Gewalt ihn von ihr trennen wolle. Sorge nicht. Oh, alles herrlich. Alles auserlesen. Das nenne ich noch ein Brautkleid. Keine Königin verlangt es besser. Brautkleid? Warum Brautkleid? Je nun, ihr dachtet daran freilich nicht, als ihr ihn kauftet. Aber wahrlich, Nathan, der und kein anderer muss es sein. Er ist zum Brautkleid wie bestellt. Bist du denn Braut? Ich? Nur wer denn? Ich, lieber Gott. Von welchem Brautkleid sprichst du denn? Das alles ist ja dein. Ist mein? Soll mein sein? Ist für Rächer nicht? Was ich für Rächer mitgebracht, das liegt in einem anderen Ballen. Mach, trag deine 7 Sachen fort. Versuche. Nein. Wenn ihr mir vorher nicht schwört, von dieser einzigen Gelegenheit, dergleichen euch der Himmel nicht zweimal schicken wird, Gebrauch zu machen. Gebrauch? Von was? Gelegenheit wozu? Der Tempelherr liebt Rächer. Gebt sie ihm. So hat doch einmal eure Sünde, die ich nicht länger verschweigen kann, ein Ende. So kommt das Mädchen wieder unter Christen. Mir wäre der Tempelherr schon recht. Ihm gönnt ich Rächer mehr als einem in der Welt. Allein, nun, hab nur Geduld. Geduld. Geduld ist eure alte Leier nun wohl nicht. Nur wenig Tage noch Geduld. Was ist zu euren Diensten, frommer Bruder? Nicht eben viel. Ich freue mich, Herr Nathan, euch ja noch wohlzusehen. So kennt ihr mich. Ja, nun, wer kennt euch nicht? Ihr habt so manchem ja euren Namen in die Hand gedrückt. Es steht in meiner auch, seit vielen Jahren. Kommt, Bruder, kommt. Ich frisch ihn auf. Hab Dank. Ich würde es ärmern stehlen. Nehme nichts. Wenn ihr mir nur erlauben wollt, ein wenig euch meinen Namen aufzufrischen. Denn ich kann mich rühmen, auch in eurer Hand etwas gelegt zu haben, was nicht zu verachten war. Verzeiht, ich schäme mich. Sagt was? Hört nur vor allen Dingen, wie ich selber nur erst heute an dies, mein euch vertrautes Pfand, erinnert worden. Mir vertrautes Pfand? Vor kurzem saß ich noch als Eremit auf Quarantana unweit Jericho. Da kam arabisch Raubgesindel, brach mein Gotteshäuschen ab und meine Zelle und schleppte mich mit fort. Zum Glück entkam ich noch und floh hierher zum Patriarchen. Ich stehe auf Kohlen. Guter Bruder, macht es kurz, das Pfand, das mir vertraute Pfand. Sogleich, Herr Nathan. Nun, der Patriarch braucht mich zu allerlei, wovor ich großen Ekel habe. Da hat ihm jemand heute ins Ohr gesetzt, es lebe hier herum ein Jude, der ein Christenkind als seine Tochter sich erzöge. Wie? Hört mich nur an. Indem er mir nun aufträgt, diesem Juden stracks womöglich auf die Spur zu kommen und gewaltig sich ob eines solchen Frevels erzürnt,
der ihm die wahre Sünde wider den Heiligen Geist bedünkt. Das ist die Sünde, die aller Sünden größte Sünd uns gilt. Nur dass wir Gott sei Dank so recht nicht wissen, worin sie eigentlich besteht. Da wacht mit einmal mein Gewissen auf und mir fällt bei, ich könnte selber wohl vor Zeiten zu dieser unverzeihlich großen Sünde Gelegenheit gegeben haben. Sagt, hat euch ein Reitknecht nicht vor 18 Jahren ein Töchterchen gebracht von wenig Wochen? Wie das? Freilich allerdings. Ei, seht mich doch recht an. Der Reitknecht, der bin ich. Seid ihr? Der Herr, von welchem ich euch brachte, war ein Herr von Vilneck, Wolf von Vilneck. Richtig. Weil die Mutter kurz vorher gestorben war und sich der Vater nach Gaza plötzlich werfen musste, so sandt er's euch. Und traf ich euch damit nicht bei Garun? Ganz recht. Er blieb bald drauf bei Askalon und war wohl sonst ein lieber Herr. Jawohl. Jawohl, dem ich so viel zu danken habe. Der mehr als einmal mich dem Schwert entrissen. Oh, schön. So wird ihr seines Töchterchens euch umso lieber angenommen haben. Das könnt ihr denken. Nun, wo ist es denn? Es ist doch wohl nicht etwa gar gestorben. Wenn sonst nur niemand um die Sache weiß, so hat es gute Wege. Hat es? Traut mir, Nathan. Denn seht, ich denke so. War ja wohl natürlich, wenn das Christentöchterchen recht gut von euch erzogen werden sollte, dass ihr es als euer Eigentöchterchen erzögt. Das hättet ihr mit aller Lieb und Treue nun getan und müsstet so belohnet werden, das will mir nicht ein. Ei, freilich, klüger hättet ihr getan, wenn ihr die Christin durch die zweite Hand als Christin auferziehen lassen. Aber so hättet ihr das Kindchen eures Freunds auch nicht geliebt. Und Kinder brauchen Liebe in solchen Jahren mehr als Christentum. Zum Christentum hat's noch immer Zeit. Wenn nur das Mädchen sonst gesund und fromm vor euren Augen aufgewachsen, so blieb's vor Gottes Augen, was es war. Und ist denn nicht das ganze Christentum aufs Judentum gebaut? Es hat mich oft geärgert, hat mich Tränen genug gekostet, wenn Christen gar so sehr vergessen konnten, dass unser Herr ja selbst ein Jude war. Ihr, Bruder, müsst mein Fürsprach sein, wenn Hass und Leistnerei sich gegen mich erheben sollten, wegen einer Tat. Nur ihr sollt sie wissen. Nehmt sie aber mit ins Grab. Euch allein erzähle ich sie. Der frommen Einfalt allein erzähle ich sie. Ihr traft mich mit dem Kinde zu Daron. Ihr wisst wohl aber nicht, dass wenig Tage zuvor in Gad die Christen alle Juden mit Weib und Kind ermordet hatten. Wisst wohl nicht, dass unter diesen meine Frau mit 7 hoffnungsvollen Söhnen sich befunden, die in meines Bruders Hause, zu dem ich sie geflüchtet, insgesamt verbrennen müssen. Allgerechter. Als ihr kamt, hatte ich 3 Tag und Nächte in Asch und Staub vor Gott gelegen und geweint. Geweint? Beiher mit Gott auch wohl gerechnet, gezürnt, getobt, mich und die Welt verwünscht, der Christenheit den unversöhnlichsten Hass zugeschworen. Ach, ich glaub's euch wohl. Doch nun kam die Vernunft allmählich wieder. Sie sprach mit sanfter Stimme. Und doch ist Gott. Doch war auch Gottes Ratschluss das. Wohlan, komm, übe, was du längst begriffen hast, was sicherlich zu üben schwerer nicht als zu begreifen ist.
wenn du nur willst. Steh auf. Ich stand und rief zu Gott, ich will, willst du nur, dass ich will. In dem stieg ihr vom Pferd und überreichtet mir das Kind in euren Mantel eingehüllt. Was ihr mir damals sagtet, was ich euch, hab ich vergessen. So viel weiß ich nur. Ich nahm das Kind, trug's auf mein Lager, küsst's, warf mich auf die Knie und schluchzte. Gott, auf sieben doch nun schon eines wieder. Nathan, Nathan, ihr seid ein Christ bei Gott, ihr seid ein Christ. Ein besserer Christ war nie. Wohl uns. Denn was mich euch zum Christen macht, das macht euch mir zum Juden. Aber lasst uns länger nicht einander nur erweichen, hier braucht's Tat. Und ob mich siebenfache Liebe schon bald an dies einzige fremde Mädchen band, ob der Gedanke mich schon tötet, dass ich meine sieben Söhne in ihr aufs Neue verlieren soll, wenn sie von meinen Händen die Vorsicht wieder fordert, ich gehorche. Nur muss der erste Beste mir sie nicht entreißen wollen. Gewiss nicht. Wer auf sie nicht größere Rechte hat als ich, muss frühere zum Mitzen haben. Freilich. Die Natur und Blut erteilen. So meine ich es auch. So nennt mir nur geschwind den Mann, der ihr als Bruder oder Ohm, als Vetter oder sonst als Sipp verwandt. Ihm will ich sie nicht vorenthalten. Ich hoffe, ihr wisst von diesem euren Herrn und dem Geschlechte dessen mehr als ich. Das, guter Nathan, wohl nun schwerlich. Ich habe der braven Herrn so viel gehabt und diesem habe ich nur gar kurze Zeit gedient. Wisst ihr denn nicht wenigstens, was für Geschlechts die Mutter war? War sie nicht eine Staufin? Wohl möglich, ja, mich dünkt. Hieß nicht ihr Bruder Konrad von Staufen und war Tempelherr? Wenn mich's nicht trügt. Doch halt, da fällt mir ein, dass ich vom selgen Herrn ein Büchelchen noch hab. Ich zog's ihm aus dem Busen, als wir ihn bei Askalon verscharrten. Na nun? Es stehen Gebete drin, wir nennen's ein Brevier. Das, dachte ich, kann ein Christenmensch wohl noch gebrauchen. Ich freilich nicht, ich kann nicht lesen. Tut nichts, nur zur Sache. In diesem Büchelchen stehen vorn und hinten, wie ich mir sagen lassen, die Angehörigen von ihm und ihr geschrieben. Hohoho, erwünscht. Geht, lauft, holt mir das Büchelchen geschwind. Ich bin bereit, mit Gold es aufzuwiegen. Und tausend Dank dazu, eilt, lauft. Recht gern. Es ist arabisch aber, was der Herr hineingeschrieben. Eilt nur her damit. Gott, wenn ich doch das Mädchen noch behalten könnte. Denk doch, Nathan, hm? Da schickt... Der Patriarch? Der Sultans Schwester, Prinzessin Sitta, schickt her und lässt sie zu sich holen. Wen? Lässt Rächer holen. Sitta lässt sie holen? Wo sind die Boten? Vorn. Ich will sie doch aus Vorsicht selber sprechen, wenn nur vom Patriarchen nichts dahinter steckt. Und ich... Ich fürchte ganz was anderes noch. Was gilt's? Die einzige vermeinte Tochter so eines reichen Juden wäre auch wohl für einen Muselmann nicht übel. Sei's drum. Wenn ich den zweiten Schritt nicht auch noch wage, nicht auch noch ihr selbst entdecke, wer sie ist. Was hat mich denn nun so erbittert gegen ihn? Er sagte ja noch, schlüge mir nichts ab. Sollte wirklich wohl in mir der Christ noch tiefer nisten als in ihm der Jude? Wer kennt sich recht? Welcher als wahrer Vater bleibt, trotz dem Christen, der sie zeugte, bleibt in Ewigkeit der Jude. Wenn ich mir Richa lediglich als Christin denke,
Sie sonder alles das mir denke, was allein ihr so ein Jude geben konnte. Was wäre an ihr, das mir gefiel? Nichts. Wenig. Selbst ihr Lächeln. Wäre es nichts als sanfte, schöne Zuckung ihrer Muskeln, wäre, was sie lächeln macht, des Reizes unwert. Nein, selbst ihr Lächeln nicht. Ich habe es ja wohl schöner noch an Schmeichler und an Buhler verschwenden sehen. Hab nochmals, guter Bruder, vielen Dank. Dank wofür? Das Buch gehört ja ohnedem nicht mir. Ist ja der Tochter ganzes väterliches Erbe. Wie nun, sie hat ja euch. Gott gebe nur, dass ihr es nie bereuen dürft, so viel für sie getan zu haben. Kann ich das? Das kann ich nie. Seid unbesorgt. Nun, der Patriarch und auch der Tempelherr. Vermögen mir des Bösen nie so viel zu tun, dass irgendwas mich reuen könnte. Und seid ihr denn so ganz versichert, dass ein Tempelherr es ist, der euren Patriarchen auf mich hetzt? Es kann beinahe kein anderer sein. Ein Tempelherr sprach kurz vorher mit ihm. Und was ich hörte, klang danach. Es ist doch aber nur ein einziger jetzt in Jerusalem. Und diesen kenne ich, dieser ist mein Freund. Ein junger, edel, offener Mann. Ganz recht. Doch was man ist und was man sein muss in der Welt, das passt ja wohl nicht immer. Leider nicht. So tue, wer es auch immer ist, sein Schlimmstes oder Bestes. Mit eurem Buche, Bruder, trotz ich allen. Und gehe geradenwegs damit zum Sultan. Lebt wohl. Vergesst uns ja nicht, Bruder. Hey! Wartet, Nathan. Nehmt mich mit. Ihr seid es, Ritter. Ich darf ja doch wohl fragen, wer euch da verließ? Ihr kennt ihn doch wohl nicht. War es nicht die gute Haut der Laienbruder, des sich der Patriarch so gern bedient? Kann sein. Beim Patriarchen ist er allerdings. Und hat er euch von mir denn nichts gesagt? Von euch? Von euch nun namentlich wohl nichts. Er weiß wohl schwerlich euer Namen. Schwerlich? Von einem Tempelherrn freilich hat er mir gesagt. Und was? Womit er euch doch ein für allemal nicht meinen kann. Wer weiß? Lass doch nur hören. Dass mich einer bei seinem Patriarchen angeklagt. Euch angeklagt? Das ist der Lohn. Hört mich, Nathan. Ich bin nicht der Mensch, der irgendetwas abzuleugnen imstande wäre. Was ich tat, das tat ich. Doch bin ich auch nicht der, der alles, was er tat, als wohlgetan verteidigen möchte. Was sollte ich eines Fehls mich schämen? Hört mich, Nathan. Ich bin des Laienbruders Tempelherr, der euch verklagt soll haben. Allerdings, ihr wisst ja, was mein Blut in allen Adern sieden machte. Hört mich, Nathan. Daya schlich mir nach und warf mir ihr Geheimnis an den Kopf, das mir den Aufschluss eures rätselhaften Betragens zu enthalten schien. Ich bildete mir ein, ihr wolltet, was ihr einmal nun den Christen so abgejagt, dann einen Christen wieder nicht gern verlieren. Und so fiel mir ein, euch kurz und gut das Messer an die Kehle zu setzen. Kurz und gut. Und gut? Wo steckt das Gute? Kurz, ich ging zum Patriarchen. Hab euch aber nicht genannt, das ist erlogen, wie gesagt. Ich habe ihm bloß den Fall ganz allgemein erzählt, um seine Meinung zu vernehmen. Nun, die Schurkerei des Patriarchen hat mich des nächsten Weges wieder zu mir selbst gebracht. Hört mich, Nathan. Gesetzt, er wüsst auch euren Namen. Was nun mehr? Was mehr? Er kann euch doch das Mädchen nur nehmen, wenn sie niemand ist als euer. Er kann sie doch aus eurem Hause nur ins Kloster schleppen. Also, gebt sie mir. Gebt sie mir geschwind. Sie sei nun eure Tochter oder sei es nicht, sei Christin oder Jüdin oder keines, gleich viel. Ich habe es ja noch nicht geleugnet, dass sie eine Christin und nichts als meine Pflegetochter ist. Warum ich es aber ihr noch nicht entdeckt, darüber brauche ich nur bei ihr mich zu entschuldigen. Spart ihr die Entdeckung doch. Ich bitte euch nach, dann gebt sie mir. Ich bin's allein, der sie zum zweiten Mal euch retten kann. Und will. Ja, konnte. Nun auch nicht mehr.
Es ist damit zu spät. Wieso zu spät? Dank sei dem Patriarchen. Dem Patriarchen Dank? Dass wir nun wissen, wem sie anverwandt. Nun wissen, wessen Händen sie sicher ausgeliefert werden kann. Aus diesem müsste sie nun auch erhalten und nicht aus meinen. Und wo sind sie, diese Verwandte? Wo sie sind? Und wer sie sind? Besonders hat ein Bruder sich gefunden, bei dem ihr um sie werben müsst. Ein Bruder? Was ist denn dieser Bruder? Ein Soldat, ein Geistlicher? Ich glaube, dass er keines von beiden oder beides ist. Ich kenne ihn noch nicht recht. Und sonst? Ein braver Mann, bei dem sich Recher gar nicht übel wird befinden. Doch ein Christ. Ich weiß zu Zeiten auch gar nicht, was ich von euch denken soll. Nehmt mir's nicht ungut, Nathan. Wird sie nicht die Christin spielen müssen unter Christen? Und wird sie, was sie lang genug gespielt, nicht endlich werden? Und das kümmert euch so wenig? Nathan, Nathan, welch einen Engel hattet ihr gebildet, den euch nun andere so verhunzen werden? Der Engel wird sich unserer Liebe noch immer wert genug behaupten. Argwohnt sie wohl bereits, was mit ihr vorgeht? Möglich. Ob ich schon nicht wüsste, woher. Sie muss in beiden Fällen, was ihr Schicksal droht, von mir zuerst erfahren. Ich eile. Bleibt. Wohin? Zu ihr. Zu sehen, ob diese Mädchenseele manns genug wohl ist, den einzigen Entschluss zu fassen, der ihrer würdig wäre. Welchen? Den nach euch und ihrem Bruder weiter nicht zu fragen. Und? Und mir zu folgen, wenn sie darüber eines Muselmannes Frau auch werden müsste. Bleibt. Ihr trefft sie nicht. Sie ist bei Sitter, bei des Sultans Schwester. Seit wann? Warum? Und wollt ihr da bei ihnen zugleich den Bruder treffen? Kommt nur mit. Den Bruder? Welchen? Sittas oder Rechas? Beide. Kommt nur mit. Ich bitte euch, kommt. Prinzessin? Nicht doch, nicht Prinzessin. Nenn mich Sita, deine Freundin, deine Schwester. Ich könnte das ja schier auch sein. So jung, so klug, so fromm, was du nicht alles weißt. Weiß ich allein aus meines Vaters Munde. Oh. Was ist dein Vater für ein Mann? Nicht wahr? Und diesen Vater? Was ist dir, Liebe? Diesen Vater. Gott, du weinst. Diesen Vater. Kind, was geschieht dir, Recha? Diesen Vater soll ich verlieren. Ach, du, verlieren ihn, wie das? Sei ruhig. Nimmermehr. Oh, meine Freundin, meine Schwester, gib das nicht zu. Gib nimmer zu, dass mir ein anderer Vater aufgedrungen wird. Ein anderer Vater? Aufgedrungen. Dir. Wer kann das? Kann das auch nur wollen, Liebe? Wer? Meine gute, böse Daya kann das wollen. Will das können. Wer ist sie? Eine Christin, die in meiner Kindheit mich gepflegt. Mich so gepflegt, du glaubst nicht. Die aber mich auch so geängstet. Mich so gequält. Warum? Wie? Ach, die arme Frau, ich sag's dir ja. Ist eine Christin, muss aus Liebe quälen. Ist eine von den Schwärmerinnen, die den einzig wahren Weg nach Gott zu wissen wählen. Nun verstehe ich. Und sich gedrungen fühlen, einen jeden, der dieses Wegs verfehlt, darauf zu lenken. Allein, es geht zu weit. Dem kann ich nichts entgegensetzen. Nicht Geduld, nicht Überlegung, nichts. Und was? Wem? Was sie mir eben jetzt entdeckt will haben. Entdeckt? Und eben jetzt? Wir nahten auf dem Weg hier uns einem verfallenen Christentempel. Plötzlich stand sie still, schien mit sich selbst zu kämpfen, blickte mit nassen Augen bald gen Himmel, bald auf mich.
Komm, sprach sie endlich. Lass uns hier durch diesen Tempel gehen. Sie geht. Ich folge ihr und sehe mich an den versunkenen Stufen eines morschen Altars mit ihr. Wie ward mir, als sie da mit heißen Tränen, mit gerungenen Händen zu meinen Füßen stürzte. Und bei der Göttlichen, die da wohl sonst so manch Gebet erhörte, mich beschwor, ihr zu vergeben, wenn sie mir entdecken müsse, was ihre Kirche auf mich für Anspruch habe. Ich sei aus Christlichen geblüht, sei getauft, sei Nathans Tochter nicht, er nicht mein Vater. Sita. Nicht du. Steh auf. Mein Bruder kommt. Steh auf. Was gibt's hier, Sita? Wer ist's? Du weißt ja. Unseres Nathans Tochter. Was fehlt ihr? Komm zu dir, Kind. Der Sultan. Ich stehe nicht auf, nicht eher auf. Mag eher des Sultans Antlitz nicht erblicken. Steh auf. Ehe er mir nicht verspricht. Komm, ich verspreche. Sei, was es will. Nicht mehr, nicht weniger als meinen Vater mir zu lassen. Und mich ihm. Noch weiß ich nicht, wer sonst mein Vater zu sein verlangt. Verlangen kann, will's auch nicht wissen. Aber macht er nur das Blut den Vater? Nur das Blut? Das Blut allein macht lange noch den Vater nicht. Macht kaum den Vater eines Tieres. Gibt zum Höchsten das erste Recht, sich diesen Namen zu erwerben. Lass dir doch nicht bange sein. Und weißt du was? Sobald der Väter zwei sich um dich streiten, lass sie beide. Nimm den dritten. Nimm dann mich zu deinem Vater. Ich will ein guter Vater, recht guter Vater sein. Doch halt, mir fällt noch viel was Besseres bei. Was brauchst du denn der Väter überhaupt, wenn sie nun sterben, bei Zeiten sich nach einem umgesehen, der mit uns um die Wette leben will? Kennst du noch keinen? Mach sie nicht erröten. Das habe ich allerdings mir vorgesetzt. Erröten macht die Hässlichen so schön und sollte Schöne nicht noch schöner machen. Ich habe deinen Vater Nathan und noch einen. Einen noch hierher bestellt. Erreizt du ihn? Sie sind doch etwa nicht schon da? Sie warten unten. So kommt. Ah, meine guten, lieben Freunde. Dich, Nathan, muss ich nur vor allen Dingen bedeuten, dass du nun, sobald du willst, dein Geld kannst wiederholen lassen. Da aus Ägypten der Transport nun da, bin ich so reich nun wieder, als ich lange nicht gewesen. Komm, sag mir, was du brauchst, denn auch ihr Handelsleute könnt des baren Geldes zu viel nie haben. Ich sehe dort ein Auge in Tränen, das zu trocknen mir weit angelegener ist. Du hast geweint. Was fehlt dir? Bist doch meine Tochter noch. Mein Vater. Wir verstehen uns. Genug. Sei heiter. Wenn deinem Herzen sonst nur kein Verlust nicht droht, dein Vater ist dir unverloren. Keiner. Keiner sonst. Sonst keiner? Nun, so habe ich mich betrogen. Was man nicht zu verlieren fürchtet, hat man zu besitzen nie gewünscht und nie geglaubt. Das ändert, Nathan, das ändert alles. Saladin, wir kamen auf ein Geheiß, allein ich hatte dich verleitet. Jetzt bemühe dich nur nicht weiter. Junger Mann, soll alles dir entgegenkommen? Schlimm genug, dass deiner Sache du nicht gewisser warst. So bin ich's nun. Wer so auf irgendeine Wohltat trotzt, nimmt sie zurück. Was du gerettet, ist deswegen nicht dein Eigentum. Sonst wäre der Räuber, den sein Geiz ins Feuer jagt, so gut ein Held wie du.
Komm, liebes Mädchen. Komm. Nimm's mit ihm nicht so genau. Beschäm ihn. Tu, was ihm zu tun geziemte. Bekenn ihm deine Liebe. Trage dich ihm an. Und wenn er dich verschmäht, dir es je vergisst, wie ungleich mehr in diesem Schritte du für ihn getan, als er für dich, ja, was hat er denn für dich getan? Ein wenig sich beräuchern lassen. Geh, geh, liebe, geh. Halt, Saladin, halt, Sitte. Auch du? Hier hat noch einer mitzusprechen. Wer leugnet das? Unstreitig, Nathan, kommt zu einem Pflegevater eine Stimme zu, die erste. Wenn du willst, du hörst, ich weiß der Sache ganze Lage. Nicht so ganz. Ich rede nicht von mir. Es ist ein anderer, den ich vorher zu hören bitte. Wer? Ihr Bruder. Mein Bruder? So habe ich einen Bruder? Wo? Wo ist denn dieser Bruder? Noch nicht hier? Ich sollte ihn hier ja treffen. Nur Geduld. Er hat dir einen Vater aufgebunden. Wird er keinen Bruder für Sie finden? Das hat noch gefehlt, Christ. Ein so niedriger Verdacht wäre über Assads Lippen nicht gekommen. Gut, fahr nur sofort. Verzeih ihm. Ich verzeih ihm gern. Wer weiß, was wir an seiner Stelle in seinem Alter dächten. Natürlich, Ritter Argwohn folgt auf Misstrauen. Wenn ihr mich eures wahren Namens gleich gewürdigt hättet. Wie? Ihr seid kein Staufen. Wer bin ich denn? Heißt Leuf von Filneck. Wer sagt das? Ich, der mehr, noch mehr euch sagen kann. Ich strafe hinter euch keiner Lüge. Nicht. Kann doch wohl sein, dass jener Name euch ebenfalls gebührt. Denn eure Mutter, die war eine Staufin. Ihr Bruder, euer Ohm, der euch erzogen, dem eure Eltern euch in Deutschland ließen, als von dem rauen Himmel dort vertrieben sie wieder hier zu Lande kamen, der hieß Kurt von Staufen. Mag an Kindesstatt vielleicht euch angenommen haben. Was soll ich sagen, Nathan? Allerdings, so ist's. Er selbst ist tot. Ich kam erst mit der letzten Verstärkung unseres Ordens. Aber was hat mit diesem allen Rechers Bruder denn zu schaffen? Euer Vater. Wie, auch den habt ihr gekannt? Er war mein Freund. War euer Freund? Nannte sich Wolf von Filneck, aber war kein Deutscher. Ihr wisst auch das? War einer Deutschen nur vermählt. War eurer Mutter nur nach Deutschland für kurze Zeit gefolgt. Aber Rechers Bruder... Rechers Bruder. Seid ihr? Ich? Er mein Bruder? Geschwister. Mein Bruder. Ihr Bruder. Kann nicht sein. Sein Herz weiß nichts davon. Wir sind Betrüger. Das denkst du. Kannst du denken. So eine Schwester nicht erkennen wollen. Geh. Ihr nehmt und gebt mir, Nathan, mit vollen Händen beides. Nein, ihr gebt mir mehr, als ihr mir nehmt. Unendlich mehr. Meine Schwester. Meine Kinder.
Der meiner Tochter Bruder wäre mein Kind nicht auch? Sobald er will. Was sagst du, Schwester? Ich bin gerührt. Und ich? Nathan. Auf ein Wort, Nathan. Sagtest du vorhin nicht... Was? Aus Deutschland sei ihr Vater nicht gewesen. Wo war er sonst denn her? Das hat er selbst mir nie vertrauen wollen. Aus seinem Munde weiß ich nichts davon. Und war auch sonst kein Frank, kein Abendländer. Oh, dass er der nicht sei, gestand er wohl. Er sprach am liebsten Persisch. Persisch? Persisch, was will ich mehr? Er ist's, er war es. Mein Bruder, ganz gewiss, mein Assad. Nun, wenn du selbst darauf verfällst, nimm die Versicherung hier in diesem Buch. Ach, seine Hand. Auch die erkenne ich wieder. Sie sind es, Sitta. Sind beide meines, deines Bruders Kinder. Nun musst du doch wohl, musst mich lieben, mein Sohn, mein Assad, meines Assads Sohn. So waren jene Träume, womit man meine Kindheit wiegte, doch mehr als Träume. Nun bin ich doch, wozu ich mich erbot. Magst wollen oder nicht?